Da ist er, Chat, der Bonk! Ich habe mit ihm schon den langweiligen Part gemacht, damit wir den jetzt nicht im Stream machen müssen. Den langweiligen Part gemacht, und zwar bin ich einmal halt... Da ist der Hammer. Bin einmal durchgelaufen, hab diesen Ritter in Caelid einmal von der Brücke fallen lassen, einmal den Drachen kurz getötet, damit wir Runen haben für den Anfang, dass ich die Waffe überhaupt benutzen kann. Das habe ich kurz gemacht. Dann habe ich hier mich mit Yami getroffen. Yami hat mir die Waffe gedroppt. Und das ist die Waffe, mit der wir spielen, Chat. Und wieso ich mit der spielen will, ist das hier. Hoppa! Auf jeden Fall, ja, nochmal hier an der Stelle nochmal ganz dicken Schmatzer an Yami. Dass er mir den Hammer rüber geschickt hat. Hoppa! So, und damit spielen wir gleich. Man kann auch, ich glaube im Sprinten, ne? Ich glaube, der Sprint war ziemlich schwach. Juju! Und ich versuche, so weit wie möglich es geht, zu kommen, indem ich nur Hoppa! So versuche, Gegner zu töten. Ich mag den Schild. Stimmt, es gibt nur ein Wurfschild, es gibt Wurfspeer, es gibt sogar Wurffaustwaffen und so ein Kram. Es gibt ganz viele von diesen Wurfwaffen, aber der Hammer ist halt der lustigste. So. Ja, Chat. Ich habe mir den Hammer geben lassen und er hat auch direkt gefragt, ob ich Bock habe, diese Talisman hier zu haben. Das ist extra ein Talisman nur für die Wurfwaffen. Hat er mir auch direkt auch gegeben. Und der Plan ist auf jeden Fall, was wir jetzt gleich noch machen müssen, bevor wir gleich anfangen zu kämpfen, gegen Bosse und so. Wir müssen einmal noch nach Caelid runterlaufen und ich muss... mein Handy. Ich werde angerufen aus Berlin. Ist ein Scam, oder Chat? Wie gesagt, wir machen einen Hammerweitenwurf-Run. Oder was heißt Run? Ich versuche, so weit wie möglich es geht zu kommen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal nach Caelid laufen, weil ich will diese Waffe infusen auf Feuer. Auf Feuer infusen und wir spielen dann auf Glaube. Weil die ohne Infusion, ohne Element Infusion, gar nicht mal so stark ist. Die war wohl auch vor kurzem noch verbuggt, was das Scaling angeht. Von der Infusion. Das wurde aber genervt, wieder runtergesetzt. Aber ist trotzdem immer noch stärker mit einer Infusion als ohne Infusion. Deshalb laufen wir kurz gleich nach Caelid. Ich hole mir dort das Blade, womit man das infusen kann. Und dann Yalla Abfahrt, ne? Dann haben wir erstmal alles Wichtige. Bevor wir... Also, dass wir da anfangen können, Bosse zu klatschen. So, und dann muss ich erstmal meine Seelen jetzt ausgeben. Der Hammer braucht, glaube ich, 11 Intelligenz oder so. 20 Stärke. Ja. 20 Stärke, 11 Intelligenz, 11 Glaube. Okay. Besonders auf Heilig Infused war wohl die Bonkers, aber denke, mit Feuer ist die auch solide. Mit Feuer und Holy war die wohl recht stark. Wie gesagt, das wurde jetzt genervt, aber auf Holy machen wir nicht, weil... Die meisten fucking Storybosse haben eine Resistenz gegen Holy. Ich glaube, die einzigen relevanten Bosse, die eine Feuerresistenz haben, ist halt der Draconic Tree Sentinel, der direkt vor dem Volindel steht, den wir töten müssen, und Rykard. Aber ansonsten sind alle, glaube ich, alle Main-Bosse resistent gegen Holy und haben keine Schwächen gegen Feuer. Ich glaube, Radagon hat sogar eine Schwäche gegen Feuer, ne? Blitze wäre wohl ziemlich lustig wegen Tor. Ja, aber Blitz ist Trash. Und ich glaube, der Run damit jetzt zu machen, mit diesem Wurfhammer, ist generell schon schwierig. Und jetzt nochmal den Infusen mit einem Trash-Element, was kaum Damage macht. Ja, müssen wir jetzt machen. Ich bin nicht Tor, ich bin einfach Bonk. So. Okay, lass mal kurz die Dingens ausgeben. So. Wir brauchen 20 Stärke, damit ich den Hammer auch einhändig tragen kann. Auch wenn ich das nicht brauche, einhändig, theoretisch, ne? Machen wir trotzdem. Blitz ist in Elden Ring bad. Ist okay. Auf der Waffe ist das halt nicht so geil. Und für Blitz muss ich halt auf Geschick gehen.
Das Geschick ist eh Dex Run, lol. So, 11. Glaube 11. So. Und machen wir ein bisschen Leben, I guess. So, 25. Na. So. Na. Okay, machen wir 20-20. Weil Glaube wird unser Main-Damage-Stat sein. Ja. Und Kondition werden wir sehr viel wahrscheinlich auch sehr viel brauchen. Weil das Werfen verbraucht halt super viel Stamina. Das sieht man jetzt zwar nicht, weil ich ja nicht im Kampf bin, ne? Aber dieser Wurf hier, der wird fast die ganze Leiste gerade verbrauchen. Deshalb müssen wir uns auf jeden Fall den Schild holen, der die Ausdauerregeneration verbessert. Und den Talisman, der die Ausdauerregeneration verbessert. Und dann die alle Abfahrt. Wirst du auch Incantation Buff nutzen, da du auf Glaube gehst? Ja, ja, klar. Wir machen auf jeden Fall hier Golden Wow. Golden Wow. Kriegen wir aber, glaube ich, erst recht spät, ne? Aber ich kann ja da oben den einen mit der Ash of War töten. Der gibt ja auch Golden Wow. Eine schwächere Version, aber ja. Und natürlich dann auch irgendwann hier Flame Give Me Strength, oder wie das heißt. Das holen wir uns natürlich auch. Aber das ist ja alles noch in der... noch ein bisschen weiter weg. So, wie gesagt, wir laufen einmal runter zu Radahn. Weiß nicht, was kürzer ist. Ich glaube, vom Balkon aus. Holst du auch Mimiktier für Doppelboinking? Nee, in der Regel eigentlich nicht, weil die Mimiktier wird ja nicht boinken. Die wird ja wahrscheinlich ganz normal kämpfen. I guess. Flame grant me strength kannst du doch direkt in Caelid mitnehmen. War das nicht in der Festung? Oder verwechsel ich das mit dem Feuerskorpion? War das nicht in der Festung? Hier unter Vulkan Manor? Wo man über Lindell dahin kommt? Oder war da der Feuerskorpion? Weil der Feuerskorpion müssen wir auch irgendwann mal holen. Ich laufe gerade falsch, ne? Nee, ich habe nicht die Schnauze voll von Elden Ring. Generell nicht von FromSoft-Spielen. Die machen immer Spaß. Hattest du nicht vom DLC erstmal keinen Elden Ring mehr? Nee, nee, alles gut. DLC hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gebockt. Die anderen Waffenteils kann man auch beim Reiten werfen. Diese Smithing Script Weapons. Den haben wir leider nicht. Ich habe keine Karte. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ne, Chat? Ohne Karte bin ich aufgeschmissen. Okay, wir müssen das jetzt nochmal klären mit dem... mit Flame Give Me Strength. Habe ich da eine falsche Info? Verwechsel ich da gerade was? Und Lebaus, Dankeschön für 41 Monate. Vielen Dank. Ich muss gleich nochmal schnell googeln. Ich habe by the way keine Ahnung, Chat, wo ich hinlaufe. Ich wollte zu Radahn. Aber ich bin ohne Karte aufgeschmissen. Ist ein Fort Gael. Ist das hier nicht Fort Gael? Ja, da wo ich gerade hingehe. Perfekt. Ja, können wir auch mitnehmen. Also wir nehmen erstmal das Bonfire mit. Wir kommen gleich später nochmal hier hin. Bonfire. Ist hier draußen irgendwo ein Bonfire? Extra für die Fork? Was ist für ein Windgeräusch hier gerade? Gibt's hier kein Bonfire außen? Gibt nur eine Statue, glaube ich. Als ob es hier kein Bonfire gibt.
Ja, machen wir einfach direkt, ne? Ich werde schon nicht verkacken, oder? Ich werde schon nicht sterben. Ich wollte halt erst die Infusion holen, damit ich auch irgendwie halbwegs Damage mache. Ich meine, ich mache auch jetzt Damage natürlich. Ich habe ja auch 20 Stärke. Aber es ist halt nicht eine gelevelte Waffe, ne? So, Chat. Arvin! Arvin! Du musst jetzt jedes Mal machen. Ja, das Ding ist, ich muss nur auf meinem Stream Deck extra drücken. Da muss ich halt irgendwie noch, während ich das Gamepad benutze, noch das machen. Oder da oben. Schaff ich den runter zu yeeten? Okay, er fällt runter. Stark. Ja. War das nicht irgendwie so... Oder ich verwechsel das wieder mit dem Skorpion. Dass es irgendwie so außen war, auf so einem Balkon? Werf den Löwen ab. Ich weiß nicht, ob ich da runterkomme. Ja, ich komme runter. Verdammt! Vielleicht ist es einfach hier. Jetzt ist es nicht hier. Chat, der wird mich essen. Chat, der wird mich essen! Wie geht das Tor auf? Ich lebe. Alles gut. Ich hab alles im Griff. Hey, wo kommt der jetzt her? Ja, wenn die schilden, ist natürlich ein bisschen doof, ne? Bitte! Ist noch einer! Ah! Hey, Tomo, dankeschön für 32 Monate. Der Spin macht auch Damage, ja. Nicht nur der Wurf. Ich denke mal, die Kiste da oben war es gerade, ne? Oh, da kann man stehen. Arschloch. Arschloch. Yo, das kann ja auch staggern, Alter. Das ist ganz schön laut gerade. So, ein bisschen leise. Guckst du eigentlich Hot D-Cake? Ich habe noch nicht angefangen. Hot D läuft ja gerade, ne? The Boys läuft gerade, neue Staffel. Ich habe noch gar nichts von beiden angefangen. Das ist er nicht! Das ist er nicht! Der ist noch weiter oben, oder? Hast du die erste Staffel gesehen? Ja, doch, doch, klar. Erste Staffel war cool.
Der Spale ist hinter der Festung. Du musst nicht mal hoch. Oh. Ist er bei diesen ganzen Moppets da unten? Ja, dann kommen wir gleich, I guess, nochmal wieder, ne? Hey, Onosila, was geht ab? Moritz, was geht ab? Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Und Dankeschön für die 5 Euro. Ich muss jetzt seitlich, ne, irgendwie rein. Weil der Laden ist ja zu, ne? Gab's nicht irgendwie ein Portal? Welches Portal hat mich eigentlich direkt reingebracht, Chat? Oh mein Gott, ich bin hier. Oh Mann. Ja, ich hol die Karte leider. Ich hol die Karte. Ich habe eine voll lange Nachricht geschrieben. Tippi scampt mich. Stark. Das ist nicht Tippi. Halbe Buch werden wir niemals sehen. Du brauchst eine Great Rune, damit das Portal aktiviert ist. Ich wusste, da war irgendwas. Das haben wir im Randomizer auch gehabt. Dass der nicht funktioniert. Ja. Da muss das Festival, glaube ich, laufen. Genau. Aber ja, wir können da seitlich rein, auf jeden Fall. Kaled war zweigeteilt? Oh, lol. Erste Mal Elden Ring Chat. Ja, ich spiele gerade wirklich zum ersten Mal Elden Ring. Ich werde gleich bei Margit so 0 Damage machen, ne? 0. Das wird schrecklich. Ich bin zweimal gestorben. Mein Counter. Hier. Du musst kein Damage machen, du musst nur bonken. Ja, bonken kann ich. Wer hat nochmal die ganzen Talisman-Pouches gegeben, Chat? Margit? Golden Godfrey? Und wer noch? Wer hat nochmal einen Pouch gegeben? Pouch. Pouch. Eine konnte man einfach kaufen? Oh, okay. Hallo Drache. Ich muss gestehen, ich habe schon echt lange nicht mehr Elden Ring normal gespielt. Immer wenn ich gespielt habe, immer irgendwelche Challenge Runs oder sowas. Also mit Challenging, ich meine mit Mods. Modded Runs.
Irgendwelche Randomizer, sonst was. Aber so casual. Noch mal ganz normal. Boah, schon seit Ewigkeiten. So. Komme ich da jetzt oben rein, ohne dass die mich die ganze Zeit wegnuken? Ja, sonst habe ich immer gecheatet. Ich habe auch im DLC die ganze Zeit gecheatet. So ekelhaft, wie ich gespielt habe. Der Endboss bei mir, Chat, hat seinen Superangriff nicht mehr gemacht. Also, wo er wegspringt so und wegfliegt. Hat er bei mir nicht mehr gemacht. Ich habe ihn danach in Videos und Streams zum ersten Mal gesehen. Er war bei mir so schnell down. Ich bin halt zweimal in der ersten Phase gestorben und beim dritten Mal haben wir meine Mimik und ich einfach so mies draufgebonkt. Er ist einfach geplatzt. So, wie kann man nochmal hoch? Boah, die Explosion ist scheiße. Ich glaube, da rein müssen wir, ne? Oh, da komme ich gar nicht hin. Was, irgendwo seitlich? Oder hier? Nee. Moin! Ah, hier. Okay. Mein Bild war Trash. Ja, ich hab mit der Hähnchenkeule gemacht. Hähnchenkeule einfach so OP und die wurde sogar genervt und die ist immer noch OP. Also ich habe vor kurzem normal Elden Ring Radahn zum ersten Mal gemacht und er hat bei mir zwei Drittel seines Balkens nichts gemacht. War so verwirrt. Einfach AI gebuggt. Ich war langweilig und hatte Blattfängen. So. Ja, ich hab sehr viel rumprobiert. Ich hatte zum Ende hin auch einen Holy-Bild gehabt mit Euphoria, mit diesem coolen Blade, was sich so spinnt und dich auch bufft, wenn du 7 oder 10 Treffer oder so machst, dann bufft dich das. Und dann schießt du Strahlen mit deinem Euphoria und so, das war ziemlich geil. Aber der Endboss hat eine Holy Resistance. Also habe ich dann gewechselt. Wieder zurück zu Arcan. Damit bin ich halt ins DLC reingegangen. Also bin ich wieder zurück zu Arcan wegen Blut. Und die Keule hat mich so angelächelt. Geiler Sprung, Bruder. Wie oft hast du gereskillt? Also ich bin, als ich frisch ins DLC reingekommen bin, war ich halt auf Arcan mit meinem, das ist falsch hier, mit meinem Twinblade von dem Godskin-Wichsern. Kam damit irgendwie aber gar nicht klar. Es lag aber nicht unbedingt an meinem Bild, sondern ich habe anfangs gar nicht gecheckt, dass diese Skibidi-Tiers so viel ausmachen. Dass ich dann gewechselt bin auf sehr viel Poise, damit ich eine dicke Rüstung tragen kann, ein dickes Schild tragen kann und habe alles nur geblockt. Hab dann eine sehr lange Zeit Dingens gespielt. Diesen Schmiedehammer, den man in der ersten
in dem ersten Schmiededungeon bekommt. Sehr, sehr lange den gespielt. Und dann, als ich Euphoria gefunden habe, habe ich auf Euphoria gewechselt. Und dann zum Ende hin halt wieder gewechselt auf Arcane. Also ja, das waren jetzt scheiße. Dreimal? Dreimal, ja. Nee, ich habe nicht alles Gibbidi-Tiers gefunden. Cherry Milk, dankeschön, für 11 Monate. Ich glaube, ich bin Gibbidi-Tier Level 16 oder so. Aber schon viel. Ja, ich habe ja auch recht ausführlich gespielt. Ich bin in jede Ecke und so überall reingelaufen und trotzdem, obwohl ich in jede Ecke und so überall reingelaufen bin, trotzdem nicht alle gefunden. Ich meine, 20 ist Maximum, ne? Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich sehr ausführlich gespielt habe und mir alles gründlich angeschaut habe, habe ich nur bis 16 geschafft. So, wir haben, was wir suchen, das da hinten, das Item. Von rechts kommt jetzt so eine Maiden. So, das brauchen wir hier. So, okay. Dann können wir hier abhauen. Oh fuck, ich greife normal an, ne? Da war ja was. Chat. Ich hab vergessen, was ich hier für einen Run mache. Habe ich ihn gerade getötet, indem ich auf ihn draufgejumpt bin? Das hat irgendwie Damage gemacht, oder? Hey, nicht blocken! Hör doch auf zu blocken! Hab ihn. Boink. Er sieht so dämlich aus. Okay, gut. Ihr meintet, ich kann jetzt schon bei der Fingeralten einen Pouch kaufen, ne? Oder meint ihr bei der Fingeralten hier drin? Nee, ne? Bei dem ganz normalen Shop, oder? Ja, ich muss immer einen Button pushen. Ich meine, auf PC hätte man das. Nee, doch nicht. Bei der anderen. Brauchst du Main 2? Ah, okay. Okay, so war das okay. Ja, aber wir können den theoretisch schon mitnehmen. Wenn ich später caste, ne? Wenn es am PC wäre, hätte man theoretisch das irgendwie als eine Mod machen können. Aber ja. So. Dann habe ich das. Wir holen noch das Schild. Für mehr Ausdauerregeneration. Ja, hier drin ist auch noch was Wichtiges. Da ist noch der Talisman für die Ausdauerregeneration. Und Chat, ich habe rumgeschaut, ob ich irgendeine Ash of War für diesen Run finde. Und irgendwie finde ich keine interessante Ash of War. Weil Royal Knights Dingens, was immer geil ist, funktioniert bei der Waffe nicht. Das ist ein bisschen doof wie doof. Die, welche die Waffe anzündet. Ja, das Ding ist ja, das wird nicht funktionieren, weil wir werden ja die Waffe infusen. Dann funktionieren die Zauber nicht mehr.
Ich hatte einen Dingens gesehen, Chat. Ich weiß aber nicht, ob der bei der funktioniert, weil ich habe den auf meinem Main-Spielstand, wo ich das rumgetestet hatte, hatte ich halt den die Ash of War nicht. Aber laut Internet gibt es eine Ash of War, die man in Lyndale bekommt, von so einem Invade, in so einem Sumpf bei so Krabben, in der Nähe von diesem Draconic Tree Sentinel, wenn ihr euch erinnert, an diesen, der auch diese Faustwaffen gibt. Der gibt eine Ash of War, sein Schrei, der Damage boostet. Aber ich weiß nicht, ob der auf dem Hammer geht. Lion's Claw, full Unga Bunga. Ja, aber dann muss ich, kann ich ja nicht mehr werfen. Also, klar kann ich dann noch immer werfen, aber ich will ja nur mit Werfen spielen. Oh no, ich brauche Stone Key. Ich hab keinen. Scheiße. Ja, hol mir später. Ich kann hier noch keinen zweiten Talisman tragen. Flamestrike zündet den Hammer mit der Ash of War an, dann kannst du den trotzdem infusen. Meint ihr jetzt einfach diese, mit Flamestrike, meint ihr jetzt einfach diese typischen, wo es für Blitz, für Feuer, für Blut und so gibt, wo du das einfach auf deine Waffe drauf packen kannst? Meint ihr jetzt das einfach? Das geht nicht. Ich bin gerade am Denken. Mein Gehirn versucht, Dinge zu verarbeiten. Hier lang müssen wir. Für die Ash of War. Hier gibt es eine Ash of War, die wir mitnehmen. Flamestrike ist ein Angriff, welcher mit einem Follow-up die Waffe dann anzündet. Ah. Wo kriege ich die? Da ist ein Boot Bonkers. Nee, ich mache noch nicht meinen Damage. Also ich werde doch jetzt gleich nicht viel Damage machen, wenn ich Feuer drauf habe. Aber wir können noch nicht anfangen zu kämpfen. Gleich. Wir sind kurz fertig. Auch in Redmain Castle von einem Teardrop Scarab. Okay. Nö. Nö. Ja, das geht bestimmt nicht auf Hammer. Also, ich habe in meinem Main-Spielstand habe ich super viele Ash of Wars. Aber wenn ich das Menü geöffnet hatte für Ash of War, für diesen Hammer, gab's da echt wenig. Gab's da echt wenig. Ja, den müssen wir jetzt töten. Müssen wir das Gamepad dabei loslassen. Ich hab Pferd getroffen. Oh, zu spät gedrückt. Oh! So. Die können wir vorerst auf der Waffe benutzen. Ich weiß nicht, ob wir auf die Waffe draufpacken können. Ansonsten kann ich das auf meinen Uchi-Katana oder so draufpacken. Das wird wahrscheinlich auf Uchi-Katana vielleicht funktionieren. So, dann einmal zur Schildkröte. Die war ja irgendwo hier, ne? Imagine-Karte mitnehmen. Also Schildkrötenschild. Und dann können wir anfangen. Dann gehen wir zu Margit. Die Warcries funktionieren nicht. Es gibt zwei Warcries, die funktionieren nicht, weil sie ändern die R2 an, den R2-Angriff. Deshalb, es gibt noch einen anderen Schrei und das ist dieser Schrei von diesem Typen, diesem Invade-Typen, der dir auch die Faustwaffen droppt.
So, wir müssen irgendwo hier hin, ne? Der hat auch einen Schrei. Aber der Schrei bufft dich nur, glaube ich. Und wie heißt der? Der heißt irgendwas mit Boggart. Also wie der NPC auch heißt. Boggarts Warcry oder so, keine Ahnung. Irgendwas mit B heißt der Typ. Vicky sagt, es geht auf Great Hammer, also Flaming Strike, okay. Probieren wir mal aus. Im Redmain Castle, irgendein Scarab. Ist das der draußen? Auf dem Friedhof? Da ist ein Scarab. Ja, okay. Genau der. Okay, okay, okay. Braggart's Roar, genau. Vielleicht der als Buff. Und dann haben wir ziemlich viele Buffs. Dann habe ich Golden Wow, Flame Give Me Strength, meine Physikflasche und dann noch den Roar und dann Yalla Abfahrt. Vor dem Kampf erstmal eine halbe Stunde buffen. Um dann in 5 Sekunden zu sterben. Da ist mein Steinschwertschlüssel. Und das geht auf Great Hammer, yes. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Hammer eine spezielle Gruppe von Waffen sind. Diese Smith-Script-Dingern. Also, weil du kannst doch hier Knights Resolve, oder wie der heißt, Royal Knights Resolve, kannst du doch auf diesen Hammern benutzen, normalerweise. Aber auf dem hier nicht. Normaler Elden Ring Fight, halt wirklich. So. Hier war das Schild, ne? Kann das funktioniert das überhaupt miteinander? Weiß das jemand? Das Schild und der Talisman, der Schildkröten-Talisman, funktionieren die miteinander? Doch, ich glaube schon. Ich hatte, glaube ich, gegoogelt gehabt. Ich glaube, die funktionieren miteinander. Und Kamel, was geht ab? Dankeschön für 10 Monate. Und hi. So, auf geht's zu Margit. Erster Bosskampf. Das wird so nach hinten losgehen. Das wird was werden, ja. Mal schauen. Put your foolish ambitions to rest, Digga! Meine Ambitionen sind auf jeden Fall ziemlich foolish. Und Waffe upgraden sollte ich vielleicht auch. Ich glaube, ich kann sie auf plus 1 machen. Das Menü-Chat, by the way, ist so stark, ne? Dieses neue Menü hier. Das ist so stark. Einfach eine der besten Änderungen. Schade nur, dass man nicht von diesem Menü aus direkt, zum Beispiel jetzt, wenn du eine Waffe gefunden hast, direkt was ausrüsten kannst. Hab das nie genutzt? Schwach. Was genau ist denn das? Musst du in den Einstellungen einstellen, dass es überhaupt angezeigt wird? Und es ist ein extra Fenster, wo einfach die aktuellsten Items, die du eingesammelt hast, angezeigt werden. Kannst du hier reingehen und dann das alles, was ich jetzt zuletzt gesammelt habe. Dann kannst du durchgehen und nochmal schauen, was es ist. Weil es war halt im Base-Game immer so nervig, wenn du irgendwas Neues gedroppt hast,
erstmal alle Menüs durchgehen und gucken, was könnte das sein? Ist das ein Schlüssel-Item? Ist das ein Upgrade-Item? Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Und dann suchst du das überall. Heirate doch das Menü. Ja, mach ich auch. Problem damit? So, Kriegsasche. Für den Hammer. Golden Wow geht theoretisch. Aber dann kann ich nur auf heilig machen. Okay. Hier. Wir machen einfach mal den Dash oder so. Und dann packe ich da flammend drauf. So. Und kann ich noch auf meinen Katana theoretisch. Das wiegt weniger, ne? Wir packen mal das hier drauf. So, für den Extra-Buff. So. Ja, genau. Noch einmal kurz upgraden die Waffe. Und dann. Dann geht's los. Ich brauch so Pedale, Chat. Ich brauche so viele Pedale, wo ich unten unterm Tisch immer die Bonks mit meinen Füßen aktivieren kann. Die Bonk-Geräusche. Elgato hat so Pedale. So zwei Knöpfe für unter den Tisch. Kosten hier 150 Euro oder so. Junge. Fucking Elgato-Preise. Hast du welche? Ja, aber die Pedale funktionieren nur mit dem Lenkrad. So. Ja, theoretisch könnten wir auch... Also wenn es gleich ein bisschen zu schwierig wird, können wir theoretisch auch noch eine Mine machen. Um die Waffe noch weiter abzugraden, ne? Ich brauche noch 2000 Seelen. Was steigt aber Media in den Pedalenmarkt ein? Meinst du, die machen das billiger? Ich hatte überlegt, Tanzmatte unter den Tisch zu legen, aber da hat man ja nicht so das haptische Feedback, dass ich direkt dann blind checken kann, wo welche Taste quasi ist. Und die ist auch viel zu groß. Auf hier und unterm Tisch. Die Pedale habe ich letztens bei einem Elden Ring Race bei Rocket Beans gesehen. Was hat er mit den Pedalen gemacht? So, okay, Chat. Ich habe bisher nur zwei Buffs, ne? Wir haben einmal... Oh, Moment, ich muss das auf Schild legen. Hier hinlegen. So. Das ergibt mehr Sinn. Find Bonk-Challenge mit Lenkrad schon stark. Nee, lass mal. Und Spion, Dankeschön für 10 Monate. Der hatte nur eine Hand. Denke Shortcuts, okay. Ich muss trotzdem die Waffe dann immer zweihändig nehmen. Nee, Moment, ich muss dann die zweihändig nehmen. Ach du Scheiße, ist das dumm. Okay, let's go, Chat. Let's go. Widerlicher Befleckter. Hey. Bonk. Ist doch okay, oder? Also bei Margit kann ich jetzt schlecht Bonk-Geräusche machen. Nein, er wirft. Keine Ausdauer.
Ausdauer! Okay, ich darf nur werfen mit voller Ausdauer. Nee, ich muss die immer selber drücken auf meinem Dingens, auf meinem Stream Deck. ja, lass mal eine Mine machen, Chat. Wo gibt's den die Bell Bearing? Ich glaube in der Mine hier unten, ne? Nicht in der Mine. In der gab's noch keine Bell Bearing, oder, Chat? Ich habe gerade den Axt-Talisman. Ich könnte mal kurz testen, was stärker ist, der Axt-Talisman oder der Wurf-Talisman. So, warte, wie machen wir mit dem? 266. Ja, aber auch mit Mod. Ich spiele gerade auf Konsole. Ich habe das DLC auf PC nicht. Ich habe es nur auf Konsole. Probieren wir mal das hier. Okay, gut, ich mache natürlich nicht mehr Damage, als er Leben hat. Ich kann das nicht sehen, ob das stärker geworden ist. Fuchsgeburt, Dankeschön für 5 Monate. Was für ein Run ist das genau? Ich spiele nur mit Wurfhammer. Junge, die haben alle nur 266 Leben. So. Wir gehen in die Mine. Nee, du machst 266 Damage. Aber man kann doch nicht mehr Damage machen, als die Leben haben. Wenn ich jetzt 5000 Damage mache, dann steht doch trotzdem nur 266, oder? Das ist falsch hier. Die Mine ist nicht hier. Die Mine ist hier. Uah! Aber ich kann die goldene Dingens hier mitnehmen. Doch, kann man. Also ist gerade der Axt-Talisman und der Wurf-Talisman gleich stark. Oder die bringen mir beide gar nichts. Beides möglich. Aber die müssen eigentlich. Axt macht aufladbare Angriffe stärker. Und das ist ein aufladbarer Angriff. Und der Schmiedeskript-Talisman macht alle Schmiedeskript-Wurfwaffen stärker. Und das ist eine Schmiedeskript-Wurfwaffe. Lost? Ich hab mich verlaufen! Hier. Nee, ist ein Charged-Angriff, einfach R2-Angriff. Deshalb, ja, genau. Alex Chart bringt mir auch nichts. Das ist weird. Ja, das ist ja das Geile! Das ist die neue Art von Waffen im DLC. Es gibt mehrere von diesen Waffen, die alle einen Wurfangriff haben auf R2. Das ist ja das Nice. Und Margin, Dankeschön für 32 Monate. Beide boosten um 10%, wirst keinen Unterschied sehen. Okay. Ich habe mich wieder verlaufen, Chat. Ich laufe gerade wieder zurück, oder? Ja. Opfer.
10% klingt aber echt wenig. Wieso ist das so gemein, dieses Spiel? Es gibt ja noch eine Wurfaxt, so eine kleine. Die kann man auch im Sprung werfen. Ob da dann auch theoretisch der Clown-Talisman funktioniert? Als Sprungangriff? Kann stacken, ja, schon klar, aber. Der zweite Talisman müsste auch funktionieren, ja, aber der ist halt im DLC, ne? Ich weiß halt auch nicht, was stärker ist. Ich habe ja natürlich auch nicht unendlich Talisman-Plätze. Also bisher ist mein Plan, den Schildkröten-Talisman, Axt-Talisman und halt diesen Schmiede-Wurfwaffen-Talisman. Und als viertes, keine Ahnung, könnte man vielleicht den Feuerskorpion benutzen für mehr Feuerdamage, weil Feuerwaffe. Oder wenn wir dann ins DLC gehen können, können wir uns dann Zweihand-Talisman holen. Ich finde das auch so doof, dass man Mock machen muss für DLC-Chat. Ist ja, vor dem DLC dachte ich mir, ja, an sich gar nicht so schlimm. Aber jetzt denke ich mir doch, ist schon echt eigentlich scheiße. Ist schon eigentlich echt scheiße. Find's gut. Nee, wenn du replayst und du willst irgendwas im DLC holen oder so. Junge, du musst Mog besiegen. Hier müssen wir hin. Der ist ja ultra scheiße. Ja, Radahn auch, aber Radahn ist ja noch okay, aber Mog. Ich muss da runter. Ich meine, theoretisch kannst du ja schon recht früh zu Mogwin gehen, ne? Wenn du die Quest von Vare machst. Aber du musst ihn ja noch besiegen. Und ich weiß nicht, dann so mit irgendwie mit Level 30 gegen Mogwin kämpfen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keine Karte, Chat. Ohne Karte bin ich nichts. Noobfilter für DLC. Das ergibt halt auch nicht mal Sinn, weil dein scheiß Level im DLC hat eh keinen. Spielt eh keine Rolle. Deshalb macht es ja noch erst recht keinen Sinn, dass man den hinter so einem schweren Boss versteckt. Weil dein Level da eh scheißegal ist. So, hier gibt's die Bellbearing, ne? Ist doch easy auf Level 30, ja, ich weiß nicht. Naja, 2000 Leben haben statt 1000 hilft schon. Also 2000 Leben wirst du bei irgendwie 80 Vigor haben. 2000 Leben. Niemand geht mit 80 Vigor ins DLC, Digga. So, und ob du 2000 Leben hast oder 1000 Leben hast,
Junge, ich bin ins DLC reingegangen mit 60 Vigor. Und ich wurde two-shotted. So, das ist scheißegal. Am Ende des Tages brauchst du die Skibidi-Tiers, damit du keinen Schaden bekommst. Ob du dann 60 Vigor hast oder 20 Vigor hast, du brauchst die Skibidi-Tiers. Das Level ist halt komplett irrelevant. Das Level ist eigentlich nur wichtig, damit du irgendwelche Waffen benutzen kannst, die du haben möchtest. So, deshalb komplett egal. Das macht's halt noch unnötiger, es so spät zu verstecken. Das DLC. Ich meine, ja, die hätten auch machen können, ey, nach dem Endboss, ne? Das wäre noch schlimmer gewesen. Was gibt's hier so Schönes? Ah, wieso sind hier so viele Gegner? Hier geht's gar nicht weiter. Ah! Hier gab's, glaube ich, auch nur ein Item, ne? Die heißen Shadow. Ne, die heißen auch nicht Shadow. Da ist kein H drin. Ja, die heißen Skibidi. Jeder nennt die auch Skibidi. Das sind die Skibidi-Tiers. Jungs, ich will nur kurz zum Boss. Ich weiß gar nicht mehr, was hier für ein Boss war. Wer wird mich jetzt löschen? Es wird eigentlich Shadow ausgesprochen. Nee, es wird Skibidi ausgesprochen. Und hey, Mikaya. Was geht ab? Ich glaube, du wirst verfolgt. Okay, Chat. Coole Dodge Roll. Okay, ich muss das irgendwie. Nein, ich habe mich verklickt. Ich muss das irgendwie hier ändern. Mit den Ash of Wars. Hey, Hurricane Freddy, Dankeschön für 32 Monate. Hier gibt's den Anker! Ich dachte, hier gibt's die Bell-Bearing. Wie viele habe ich gesammelt? Zwei Stück fehlen mir noch. Warworth! Gibt's hier noch irgendwo zufällig zwei Einser? Die gibt's erst in Liurnia. Ich dachte, in Liurnia gab's die Bell-Bearing für die Sombersteine. Noch einen. Ich meine, wir haben noch eine Mine, wo ich kurz reinlaufen kann, aber hier liegt doch bestimmt auch noch irgendwo einer rum. Scheiße, hier war ich drin. Muss ja noch irgendwo ein Einzelner sein. Komm schon. Da. Okay, wir haben 6. Okay. Weißt du, den letzten bekommt man beim Foreskin-Duo. Ja, den letzten bekommst du beim Foreskin-Duo. Einer liegt irgendwie random auf der Straße rum, bei Mountaintop. Und dann bin ich raus. So, okay.
Na, du Süßer, was geht ab? Was geht ab, Punkermaxe? Du geile Sau. Well, I took you for no matter it's lay out your arms. So, okay. Ja, wie mache ich das jetzt mit den Waffen? Wie platziere ich die jetzt, damit ich mich vernünftig buffen kann? Omega Lenny, Dankeschön für 35 Monate und hi. Was für einen Run machst du? Einen Randomizer? Nee, ich mache einen Hammer-Weitwurf-Run. Ich muss immer jetzt... Ich glaube, ich mache das doch wieder hier hin. Dann muss ich das Schild wegpacken. Dann kann ich mich buffen. Warte, Mana Flask brauche ich ja auch nicht. Obwohl, vielleicht muss ich nochmal rebuffen. Ja, aber ich kann damit zweimal buffen, mit der Mana. Mana! Kein Mana! Okay, let's go. Ich glaube, ich mache jetzt 25 Damage mehr durch das Upgrade. So. Quick! Hey, daneben! Ich gehe einfach in ihn rein. Okay, der Spin macht gar keinen Damage. Wer fliegt drüber? Einfach eine Legende im Dodgen, oder? Nein, der kommt! Ah! Thou art of passing skill. Warrior blood must tarnished. Hey Janik, was geht ab? Ich glaube, die Gegner sehen den Hammer nicht als Projektil und versuchen deswegen nicht zu dodgen, das ist wild. True, ne? Normalerweise bei Pfeil und Bogen springen die mal rum wie so Vollidioten.
weiß nicht, vielleicht die 10% mehr Damage weg machen und lieber Schildkrötenfallesmann mitnehmen. Der war zu früh gedrückt, Chat. Wow, der macht den. Ich dachte, der macht den Schwanz. Voll reingelaufen. Der Dodge war viel zu früh schon wieder. Bitter, wenn er nicht trifft. Mal habe ich es gedodged. Der ging daneben! Der Bluthundschritt, Junge! Nein! Duck dich doch nicht! Scheiße. Der Bluthundschritt! Was? No way. Wenn er die Messer wirft, ne? Dann duckt er sich perfekt darunter. Der reicht nicht! Bunk! So! Junge. Dieser Sprintangriff, der macht ja null Damage! Gibt's einen Sprintangriff, Talisman-Chat?
Ich glaube nicht, ne? Wenn, dann vielleicht ein DLC oder so. Und Aaron, dankeschön für 8 Monate. Dieser scheiß Bonken, das ist das Wichtigste. Das Schwierigste an sich sind nicht die Kämpfe, sondern dass ich die ganze Zeit... das Bonken noch im richtigen Zeitpunkt drücken muss. Oh, leveln. Eins nur? Chat, hat Godric eine Resistenz gegen Feuer? Nee, ne? Weil der hat einen Feuerdrachen. Ich glaube nicht, ne? Fasen nicht meine auch nicht. Ich hatte vom Stream geschaut und ich meine, die einzigen zwei Bosse, die vielleicht ein Problem werden mit Feuer, ist halt Rykard. Und der Draconic Tree Sentinel. So, kann ich den Weg noch? Ich bin schon lange den Weg nicht mehr gelaufen. Ja, stimmt, der Feuerriese, klar. Der Feuerriese wird das größte Problem sein. Aber bei den Feuerbossen kann ich auf Holy wechseln. No. Da kann ich einfach meine Waffe auf Holy stellen. Aber das geht nur ab Lionel. Weil da kriegen wir das... Ne, wobei, mit Holy Ash of Wars geht's ja auch. Und ich habe ja Golden Wow. Damit kann ich auf Heilig stellen. Nimmst du das Bonfire im Gate gar nicht mit? Welches meinst du jetzt? Habe ich das nicht gerade mitgenommen? Will der jetzt alle Bosse nur mit dem Bon killen? Das ist der Plan. Der ganze Run nur mit dem Wurfangriff. Ich weiß nicht, wie weit ich damit komme. Ich versuche, so weit es geht. Jetzt kommen die Feuerpfeile. Eie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 i! Chillung, 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 Chillung. Boah, springe ich runter für den goldenen Samen? Springe ich da runter für den einen Typen? Und versuche ihn mit dem Wurfhammer zu töten? Nur um den goldenen Samen zu bekommen? Aber ohne DLC, oder? Mal schauen. Ich muss erstmal irgendwie mit dem Main Game klarkommen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Wurfhammer Mokwin besiegen will. Ich meine, DLC wäre natürlich cool. Zweierstein. Zwei Stück. DLC wäre natürlich cool. Das Ding ist halt nur, Leute, was noch beim DLC dazukommt. Ich habe das DLC so schmutzig es geht wie möglich gespielt. Und den nächsten Run, den ich dann mache, ist direkt ein ekelhafter Challenge-Run. Ich habe die Bosse halt nicht gelernt, ne? Ich habe keine Ahnung, wie die Bosse gehen. Ich mache ja gar keinen Bonk-Damage bei ihm. Hat er eine Feuerresistenz?
dodgen kann ich. Wow, dodgen kann ich, Chat. Der hat einfach nur viel Leben. 289. Das ist viel zu wenig. Vielleicht hat er Resistenz gegen, nicht Feuer, aber eine Resistenz gegen stumpfen Schaden. Resistent gegen Bonk. Ja, Chat, ich glaube, auf den Samen verzichte ich. Wir finden noch woanders Samen. Der hat sogar eine Feuerschwäche, sehe ich gerade. Komisch. Also ich habe bei Margit, der keine Schwäche hat, bei Margit habe ich 250, 270 Damage gemacht. Und jetzt, der hat eine Feuerschwäche und ich habe jetzt sogar noch einen zweiten Talisman, der mich stärker macht. Und ich mache bei ihm nur 280 Damage? Hier wird jeder Ding jetzt mitgenommen, Chat. Jeder, wie heißt das? Jeder Faden, jedes Härchen, jeder Strohhalm wird genommen für mehr Damage. Ich habe Stein, um die Waffe auf plus 4 zu machen. Scheiße, ich habe keine Ruhe. Jedes Härchen Schaden, genau. So. Ja, yeah, plus 4. Let's go. Let's go. Ja, das nervt, dass das Schild ein fucking Ash of War hat, ne? Schade, dass man das nicht irgendwie wegmachen kann. Kannst du dich wegmachen? Ich glaube nicht, oder? Ist sie nicht da fest verspeist? Ich könnte halt nur eine andere Ash of War draufpacken. Ja, stimmt, es gab so eine leere Ash of War. Hey. So scheiß Vögel, wie weit die hinterherfliegen. So, okay. War das zufällig genau richtig, dass ich noch einmal. Nee. Ah, guck mal, der eine. Wenn ich den Baum unten getötet hätte, Chat, hätte ich genug Samen gehabt für. Für noch eine Flasche. Hatte der eine Ash of War? Oh! Hat er das? Der hier am Anfang, der Bernal. Mighty Dragon. Mighty Dragon!
Jetzt benahle ich Vulkan Mainer, ne? Der ist anfangs hier in der Urnier. I have the high ground, Digga! Zu früh gedrückt. Macht er gleich noch den Sprung? Er ist die ganze Zeit aufgeladen, das würde den Sprung noch machen. Hä? Was ist das für ein Bug? Chat? Das ist doch nicht normal! Hat sie das schon mal gehabt? Jetzt weg. Es sah so aus, also als wollte er halt jetzt springen, aber irgendwie hat die Treppe ihn daran gehindert, hochzugleiten oder so. Das war sick. Wie er weggebonkt ist. Bonk. Junge, es gab einen neuen nicen Gore-Moment in Elden Ring, hier im DLC. Den haben sie einfach zensiert, ne? Also in diesem Wald unten, in diesem Wahnsinnswald. Haben die einfach eine Schwarzblende gemacht. Die Schweine. Ich wollte durchsprinten. Ich brauche doch eine blaue Flasche. Damit ich meinen Bluthundschritt wieder benutzen kann. Oh, daneben! Ciao! Ach! Die Reichweite. Es gibt im DLC auch einen Talisman, der wohl Bögen die Reichweite verbessert. Und ich meine gelesen zu haben, dass der bei diesen Smithing Script Weapons auch funktioniert. Dass man damit mehr Reichweite hat. Dass man auch so Gegner, die dich noch gar nicht sehen, dass man sogar diesen Überraschungsbonus-Damage mitnehmen kann. Weil man so weit weg steht. Holy shit, ist das weit! Kommt das? Ah! Hat noch getroffen, sein Fuß. 128 Damage. Jetzt hat er das kombiniert. Sein Sprungangriff und sein Schussangriff. Ey, das ist unfair, der versteckt sich. Ey, ich hab B gedrückt wie ein gottgleiches Wesen der Natur. Ja,
Ja, ich muss auf jeden Fall Mana-Flasche mitnehmen. Weil die Kämpfe dauern doch so lange, dass ich 3-4 Mal mich buffen könnte. Zu gierig? Ah, nein! Lieber noch ein Heal mitnehmen. Und der letzte Bonk, Chat! I am the Lord of the Golden, but I am the Lord of the Bonk! Digga. Ja, ich hatte gehofft, dass das Werfen staggern kann. Aber der Spin kann wohl staggern. Also das hier kann wohl staggern. Das geht wohl. Aber schade, Mann, dass das nicht. Das wäre echt cool, Mann. Zwischendurch noch ein paar Riposte-Angriffe. Vielleicht mache ich auch zu wenig Poise Damage. Ich meine, seine Dinge werden wir eh nicht benutzen, ne? Können wir snacken? Oh. Chat, wisst ihr, was wir vergessen haben? Oder was ich vergessen habe? Womit wir natürlich viel mehr Damage machen würden. Ja, den scheiß Buff mitzunehmen. Flame, give me strength. Da waren wir doch kurz und da habe ich gesagt, kommen wir später nochmal. Den müssen wir noch holen. Ich hätte so viel mehr Damage gemacht. DLC-Bosse ohne Staggern. Wenn wir so weit kommen. Na, wenn zwischen zwei Würfen Stunden vergehen? Ey, so schlimm war das jetzt nicht. Also da waren schon ein paar flotte Werfer. Flotte Werfer, Digga. Einfach 50 Jahre alt. Hat auch mit einer Wurfwaffe gespielt und haben nie staggern können. Glaubt, die machen einfach kein Stagger-Damage. Hm. Auch mit einer schnellen Wurfwaffe? Irgendwie Schild oder so? Boah, im PvP muss das ja so abfucken, ne? Also jetzt nicht unbedingt den Hammer, weil der recht langsam ist. Aber ich glaube so das Schild, was recht schnell zum Werfen ist. Ich glaube, das ist so abfuckend, ne? Hab die Black-Handed Blades benutzt. Also diese Ringe, ne? Ja, bei mir ist auch warm. Aber ich habe meinen warmen Tag bisher recht kühl verbracht. Bei mir ist die Wärme noch nicht so ganz in der Wohnung angekommen. Es dauert noch ein bisschen. Wenn wir jetzt morgen auch noch so warm haben, so wie heute, dann wird es ein bisschen schon angenehmer hier. Und beim dritten Tag, da fingen die Menschen an zu tanzen. Und was war nochmal beim Scarab? Beim Scarab war der Flamestrike, ne? Stimmt. Beim Redmane Castle, das holen wir gleich auch noch. Bonky. Ja, komm. Der andere auch. Na, der andere kommt nicht. Oh, ist nicht gut. Ich dachte, ich fall runter. Komm jetzt! Nicht.
Okay, ich bin so scheiße. Ist es da hinten? Pilze. Flamme ist dahinter. Wo dahinter? Komme ich nochmal zurück? Oh, hier. Lol. Ich wusste gar nicht mal, dass das Tor aufmachen kann. Cool. So, ja, das ist irgendwo hinter der Festung ist, ja. Aber ich weiß halt nicht mehr wo. Ich dachte, du meinst bei dem Typen. Ach so, bei den Moppets, das meinte ich hier. Redet über die, das mit hinter der Festung. Okay, da ist es. Okay. Dann lass mal nach nochmal zu Radan. Du lebst! Ja, ich lebe! Hier ist das Bonfire. Ah, gefunden. So, und dann nochmal nach hier. Jungs, ich war gerade am Porten. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach alle gleichzeitig kommen. Das ist doch ein scheiß Problem. Die sind ja komplett ready. Die springen da hoch. Junge. Hey, wirklich, die haben nur gewartet, bis ich mich porte. Auf diesen Schwachpunkt haben sie gewartet. Jetzt aber bitte. Wie komme ich von hier aus da am besten hin? Er schlägt einfach auf seine eigene Kanone. Jetzt geh an, du Drecksding! Hier war es nicht, ne? Moin. Das war irgendwo hier in ein Gebäude rein. Bei denen, ich glaube, hier links. Nee, da hinten. So haben sie alle Schlachten gewonnen. Aber die Schlacht gegen Melania haben sie verloren. Das war doch das andere Haus. Das ist hier auch falsch. Junge, nee. Das ist richtig.
Ich hab's. So. Wo ist das Karabeus? Für den Skarabeus wird gebufft. Bitte, bitte! Hab ihn! Ja! Okay, und ihr meint, diesen Flamestrike kann man auf einen Hammer packen. Das sieht schon ziemlich schwerlich aus. Boah, Double Hit! Das war einfach ein Double Bonk. Wie viel Leben hat die Alte? Oh Mann. So. Okay, Boah, Chat. Renala damit machen? Ich muss halt die kleinen Viecher irgendwie treffen. Also die kleinen Mädchen muss ich halt irgendwie treffen. Und dann, wenn sie auf dem Boden liegt, Junge, ich mach 2 Würfe und dann ist sie wieder weg. Ich brauche irgendwie 50 Phasen, bis ich sie in die zweite Phase bringe. So. Flamestrike. Nee, geht nicht. Seht ihr? Dieser Hammer ist speziell, da geht irgendwie gar nichts. Nee, stimmt, blaue Flaschen noch. Jetzt brauchen wir erst recht blaue Flaschen. Jetzt haben wir einen neuen Spell. Die lassen dir immerhin Zeit zum Chargen. Glaub, Endgame wird schlimmer. Ja, das Endgame, das juckt mich gerade noch nicht. Ich bin gerade noch sehr weit weg davon. Wann habe ich den hinbekommen? So, das heißt, ich werde mich jetzt immer so buffen, so buffen, so buffen. Die Rune müssen wir noch aktivieren. Malekith wird super. Mhm. Den Hammer wurde mir gedroppt von Yami. Weil das DLC mies versteckt. Was habe ich gerade gesagt, was ich brauche? Und jetzt habe ich es vergessen. Ich habe gerade irgendwas gesagt, was ich noch brauche. Und dann habe ich es vergessen. Ja, Mimik wäre ja doof, weil die Mimik wirft den Hammer ja nicht. Ich habe nicht... Du hörst nie zu! Niemand hat zugehört! Die große Rune aktivieren, stimmt. Du hast recht.
Der hier? Der hier. Andere Einschränkungen? Nee. Einzige Einschränkung ist, dass ich nur diesen Angriff benutzen kann. Oder diesen. Dass man hier nicht reiten kann, ne, ist auch frech. Nice try, I guess. Der Hammer wurde mies genervt. Ja. Das war wohl ein Bug. Das Holy und das Feuerscaling waren wohl irgendwie zu hoch. Das war wohl ein Bug. Miyazaki will wir einfach nicht, dass wir Spaß haben. Spaß mal wieder nur ein Bug, halt wirklich. Er will einfach nicht, dass wir Spaß haben. Und wofür wird das alles genervt und geändert, Chat? Fürs PvP. Was eh niemanden juckt. Hat FromSoft dir irgendwelche Zahlen gegeben? Irgendwie, wie viel Prozent der Spieler oder so PvP machen? Wie viel so, ob man das, ob die das irgendwie getrackt haben? Wie viele Leute invaden? Ich meine, Elden Ring PvP ist natürlich ein Ding, ne? Aber ist das echt so ein großes Ding? Machen das so viele Leute? Das Spiel hat sich irgendwie 25 Millionen verkauft. Was glaubt ihr, wie viele von diesen 25 Leuten invaden überhaupt? 25. Okay, auf geht's nach Liurnia. Oh, falsche Richtung. Auf geht's nach Liurnia. Also. Junge. Woher kommen eigentlich diese Schlitzer da drin? Ist das der Drache, den Godric hier getötet hat? Hat der das gemacht? Nee, aber das ist ja recht kleiner Drache. Weiß man das, lore-wise, woher diese Schlitzer kommen? Gegen wen wurde hier gekämpft? Das war seine Mama. Boah, das ist so cool bei Bale, Leute. Dass man in seinem, auf seinem Körper sieht, dass er so zwei Köpfe von Placido-Sex hat. So auf dem Rücken liegen so zwei seiner Köpfe. Das ist echt sick. Sickes Detail. Ja, wie ging das hier nochmal? Kann man Prime subben am Handy? Sub gerade ausgelaufen. Gar keine Ahnung, ob das am Handy geht. Aber I guess. Ja, why not? Ich mag auch, dass Bale ein Bein fehlt. Hat er verdient, der Wichser. Yeah, er trägt einfach Placido-Sex als fucking Schal.
Kammern ist aber versteckt. Okay. Ja, ne, App, ja, wahrscheinlich musst du dann über den Browser gehen, ne, am Handy. Nicht in der Mobile-Version, sondern über die Desktop-Version, ne. Das ist ja auch genauso wie wenn du Normal-Subs, jetzt nicht Prime-Sub machst oder so, dann machst du ja über die App und über die mobile Version vom Browser bezahlst du irgendwie 2 Euro mehr. Aber wenn du über den Desktop gehst, über die Desktop-Version des auf dem Handy gehst, dann geht's auch ohne die 2 Euro Zusatz. Was denn passiert hier mit dem Licht, Alter? Ja, wir gehen, denke ich mal, hier in die Mine, damit ich ein paar Zweiersteine sammeln kann. Ich kenne mich halt mit den normalen Steinen so gar nicht aus in Elden Ring Chat, ne? Bei den Sombersmithings, da kenne ich die, wo die alle rumliegen. Aber bei den normalen Steinen keine Ahnung, Mann. Jungs? Jungs? DLC habe ich schon durchgespielt. Ich spiele hier gerade eine DLC-Waffe. Curse you, Bale. Ja, das habe ich leider nie gehört, diese Voice-Line von Ingo. Bei mir in meinem DLC-Run existiert Ingo nicht. Ich habe Ingo nie getroffen. Jetzt mach Platz hier! Ja, keine Ahnung, ich hab die nie gesehen. Chat meinte vorhin, wie kann man den übersehen? Der ist ja einfach mitten auf dem Weg. Ich hab den irgendwie übersehen. Und man musste ja irgendwie diese ganzen Drachen töten auf dem Weg zu Bale, damit die Quest weitergeht. Auch wenn ich ihn gesehen hätte, ich hab die Drachen eh nicht gemacht. Ich habe alle Drachen in dem Spiel geskippt. Doch ein, ich habe einen untoten Drachen gemacht. Einen untoten Drachen habe ich gemacht. Genau. Aber ansonsten habe ich alle geskippt, weil ich mir dachte, ja, davon habe ich jetzt 50 Stück im Base Game besiegt. Ich brauche jetzt nicht nochmal 50 von diesen Drachen. Die Golems habe ich nicht alle gemacht. Ich glaube, 3 Stück oder 4 Stück habe ich gemacht. Also alle, denen man nichts oben reinwerfen muss, die habe ich alle gemacht. Wie hast du die geskippt? Man musste einen machen, um Bale zu kommen. Nee, ich habe gar keinen gemacht. Wie gesagt, ich habe den einzigen, den ich gemacht habe, der war der ganz am Anfang ist. Dieser untoten Drache. Ja, die Riesen waren echt arschlangweilig. Die waren echt arschlangweilig. Ja, ich bin an allen Drachen vorbeigeritten. Ich habe die alle ignoriert. Da waren ja irgendwie 3 Stück oder so auf dem Berg, oder? Für die Quest muss man die wohl alle töten. Ich bin einfach vorbeigeritten. Ja, wo ist hier der goldene Samen, Digga? Nur ein? Ich dachte, diesen Landsex musste man auch machen. So, und jetzt zur Mine. Oh, in der Mine war die Sternfallbestie, ne? Ja gut, ich gehe da nur rein, um ein paar Steinchen zu holen, ne? Ein paar, ich brauche sehr viele. Ich brauche noch 10 Stück. Ja, die andere Karte.
Endings ist eigentlich scheißegal. Ja, die Sternfallbestie mit einem mit dem Wurfhammer. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird kein spaßiger Kampf. Aber er droppt dann die Bellbearing, dass ich die... Kann ich mit der Bellbearing Dreiersteine kaufen? Nee, ne? Nur Einser und Zweier, oder? Wo ist dann die Bellbearing für die Dreier- und die Vierersteine? Ding Dong! Im Altus? Altus. Da in diesem scheiß Wald, glaube ich, ne? Und Dr. Vlad, Dankeschön für 8 Monate. Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwelche Routen und Tricks, dass man an die Steine schon recht easy early rankommt. Ne? Aber ich kenne die Route für die normalen Steine gar nicht. Keine Ahnung. Kurze Frage, ich bin gerade dabei, meinen ersten richtigen Elden Ring Run zu beenden. Kann man nach dem Ende noch irgendwie sagen, nee, will kein New Game Plus, damit man direkt ins DLC kann, oder sollte man vorher ins DLC? Nee, kannst du bis zum Endboss machen. Wenn du den Endboss besiegst, kannst du nach dem Endboss sogar noch raus und in der ganzen Welt rumlaufen. It's Hammer Time! So. Yo, ciao, Paul. Viel Erfolg. Ich brauche Steine. Ich bezweifle, dass wir hier 10 Zweiersteine finden, aber hey. Wer weiß. Was gab's in der Mine in Caelid, wo man hingeportet wird von Limgrave aus? Was liegen dort für Steine rum? Da liegen doch bestimmt auch Zweiersteine rum, oder? Da ist war die Sternfallbestie nicht hier? Eins, nur noch 9. Ich bin tot, ich bin tot. Ich weiß, es war so gleich. Es war so fucking klar. Es war so fucking klar. Weil wer ist dann hier der Boss, wenn dort die Sternfallbestie ist? Mit Ansage, ja. Zweiten Talisman, ich brauche den dritten Talismanplatz, ey. Hier ist Kristallboy. Ah, okay. Die sollten mit dem Hammer easy sein. Das sollte kein Problem sein. Scheiße. Ah, ich habe seinen Stab bekommen. Bananenjoyer, Dankeschön für 9 Monate. Bonk. Boah. Nice. Ein Dreier? Ich hab den Boss gefunden. Da ist er. Hab ihn, Chat. Okay, das heißt, ich muss da jetzt nochmal hochklettern, ne?
Da liegen jetzt meine Runen, die werde ich jetzt verlieren. Meinst du das Geräusch mit den ganz, ganz vielen Metallröhren? Aber jetzt können wir uns gleich auch noch schnell holen. Oder morgen. Ja, ich kann doch die Reichweite schlecht einschätzen, wie weit der sich spinnt. Ich kann mich eigentlich im Spinnen, ja, kann ich mich auch noch drehen. Also theoretisch kann ich mich weg vom Gegner wegdrehen und dann wieder auf ihn zudrehen und dann werfen. Oh Junge, was war das für ein Scheißsprung? Der Spin im Spin. Also hier zum Beispiel so. Dreh mich jetzt weg. Okay, das hat nicht funktioniert. Oder so. Also halt in die. Ich will jetzt nach dahin werfen. Und ich gehe jetzt mal nach hier hin. Und dann drehe ich mich. Ich glaube, dann mache ich weniger Distanz. Ich habe ja mittlerweile habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich überhaupt hier 4 Steine finde für das nächste Upgrade. Junge, es ist so scheiße. Es ist so dumm. Es ist so scheiße dumm. Dreier? Noch ein Dreier? Wieso kriege ich die ganze Zeit Dreier? Der Hammer heißt Schmiedeschrift, Großhammer. Alle Waffen, die du werfen kannst, heißen so. Schmiedeschrift, Schwert, Schmiedeschrift, Axt, Schmiedeschrift, Schild. Die heißen alle so. Dachte kurz, ich bilde mir das Bonk ein. Scheiße. Chat, wieso sind hier alles nur Dreiersteine? Sind die doch noch alle in der ersten Mine in Liurnia? Die Zweier? Aber gut, ich krieg jetzt eine Bell Bearing, dann kaufe ich mir ein paar. Hier sind doch unterwegs auch ein paar, ne? Hey, Yami, was geht ab? Hier ist ein Dunkelschmiedestein. Dein Hammer wirft sich gut, Yami. Liegt gut in der Hand. Rutscht auch gut aus der Hand raus. Alles okay, ich bin fast runtergefallen. Schock. Treffe ich von hier? Nice. Den treffe ich nicht, ne? Fliegt schon weit, ey. Man kann die sogar damit... Leute, man kann die damit stealthen.
Nein! Die benutzen das, die hören das. Also man kann es als Geräuschquelle benutzen. Du kannst damit die Gegner einfach dahin lenken, dass sie dahin gehen und dann schön von hinten bonken. Ist das dumm. hier sind nur Dreier. Aber ist auch gut, weil die brauchen wir als nächstes. Und wenn ich mir die Zweier gleich alle kaufen kann, ne? Guter Steph. Dieser Run ist von mir gesponsert. Das stimmt. Und Mario Schneider. Dankeschön für 11 Monate. Da hinten sind Steine. Hier sind doch safe an der Decke irgendwie Gegner, oder? Keine Gegner? Okay. Keine Falle? Okay. Da doch ein paar Zweier kriege ich auch noch. Ein Einser, 3 Stück Einser habe ich bekommen. Scheiße. Macht der Hammer ernsthaft den Sound oder ist das eine Mod? Es ist noch viel schlimmer. Ich drücke jedes Mal auf meinem Stream Deck einen Knopf dafür. Alter! So wie ein Loser. Ja, was, wie soll ich sonst machen? Hier. Ich versuche das in meinem richtigen Timing zu drücken, ne? Das ist Dedication. Ja. Damit One-Hit vielleicht? Jo. Deswegen ist das so inkonsistent. Sorry! Ah, da ist noch einer, scheiße. Junge! Oh mein Gott! Ich kann das auch die ganze Zeit mit meinem Mund versuchen zu machen. Finde auch gleich bei Frauen, oder solltest du zwischendurch bonken? Das bleibt jetzt für immer hier auf meinem Soundboard. Und ich kann jetzt immer bonken. Doppelbonk. Ich glaube, der noch lebt. Oh, jetzt falle ich vom Kopf. Oh. Der delayte Bonker. Aber das ist auch geil, ne? Das ist wirklich geil, dass die halt nicht darauf reagieren, wie auf Pfeil und Bogen oder auf Zauber. Dass die wirklich einfach alle stumpf da reinlaufen. Boah! Gleich wird mies geschmiedet, Digga!
Ja, jetzt den Boss gleich mit einer Estus machen, ne? Darf mich einfach nicht treffen lassen. Ist das der mit dem Speer? Dann kann ich mir von dem weglaufen. Wenn das der mit den Sichelmonden ist. Es geht hier noch weiter nach unten. Ich dachte, ich bin jetzt langsam mal beim Boss. Nur ein Weißer. Wirklich, ich bin gleich in Zioff rangekommen. Da ist er. So. Ja, was war die Ausbeute? 13 Dreier. Junge, voll geil. Wir brauchen nur 12. Ich kann direkt auf plus 9 gehen. Und perfekt. 6 Zweier. Ich brauche nicht mal welche kaufen. Ich kann direkt gleich die Waffe auf plus 9 machen. Voll nice. Reicht eine plus 9 Waffe für Renala? Bestimmt, ne? So. Zack. 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 Geh doch rein. A Flame, give me strength, muss ich als letztes machen. Ah, das ist der mit den Sichelmonden, scheiße. Scheiße daneben. Hey, hör auf jetzt! Komplett weggeschallert. Du bleibst hier! Hey, es hat funktioniert. Moment, heißt die Waffe macht Poise-Schaden? Ja, wie es aussieht, macht sie doch Poise-Schaden, aber sehr wenig. Ja, Mann, wenn die hinfallen, ist das noch so viel lustiger. So. Oh, das wollte ich nicht. Ja, wenn er zurückgeflogen kommen würde, wie so ein Bumerang. Doch, Yami, aber der Nahkampfangriff macht so gut wie gar keinen Damage. Also dieser Spin macht super, super wenig Damage. Der macht wohl Poise Damage, aber der macht kaum Damage. Generell. So, let's go. Stimmt. Ich hab da was verwechselt. Ich dachte, meine Waffe ist schon auf plus 5. Da brauchen wir doch 4 Steine noch. Aber die können wir kaufen. Ich dachte auch, das wird vielleicht ganz geil sein, dass ich dann in den Gegner reingehen kann und einfach mich in den rein spinnen. Aber der macht halt super wenig Damage. Das lohnt sich nicht, die Gefahr auf sich zu nehmen, miesen Damage zu bekommen. Nur für irgendwie 2-3 Schläge, die Poise Damage machen. So. 4 Stück.
Wirfst du den Hammer bei der Sprungattacke eigentlich auch? Nee, leider nicht. Nur bei Sprint und normal. Einige Smith-Scrivings-Strips-Waffen kannst du auch im Sprung werfen und auch beim Reiten werfen, aber den Hammer nur im Stehen oder im Laufen. Back already. No matter. Nee, auf dem Pferd kannst du ihn auch nicht werfen. So. Zack. 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 So, und jetzt brauchen wir Vierersteine. Die gibt's erst dann, denke ich mal, ab Atlus-Plateau oder schon beim Aufgang nach oben dem Magmawurm. Den Magmawurm, der hat bestimmt auch eine Feuerresistenz, ne? Das heißt, wenn wir den umgehen wollen, muss ich die beiden Medaillonteile abholen. Weil ich werde wahrscheinlich mit dem Hammer kaum Damage machen. Außer wir wechseln auf heilig. Aber wenn wir ihn skippen können, dann skippen wir ihn. So. Ja. Dann, I guess, auf zu Renala, ne? Ja, warte, das lassen wir. Ja, wäre cool. Es gibt ja diesen Reitangriff hier. Den hier. Den hier. Wäre cool, wenn er dabei ihn so wegwirft. Appa! Und dann fliegt er. Boah, ich glaube, Chat, in der Kaled-Höhle, mit der man durch die Trap hinkommt, ich glaube, da liegen auch schon Vierersteine rum, oder? Weil die Höhle ist ja schon etwas schwieriger. Ich glaube, da liegen auch schon Vierersteine rum. Also, zwei Stück finden wir dort bestimmt. Dass ich meine Waffe auf plus 10 machen kann für Renala. Junge, ich habe jetzt wegen Elden Ring, habe ich auf TikTok, also wegen dem DLC, habe ich jetzt auf TikTok öfters wieder Elden Ring Talks bekommen. Und da sind oft solche dabei, die so Prank-Talks sind. Ich nenne sie jetzt einfach Prank-Talks, okay? Ja, unter uns TikTokern sagen wir dazu Prank-Talk. Wo dann so TikToks sind, die dann so neue Spieler verarschen sollen. Und dann ist das irgendwie so ein TikTok, wo dann jemand erklärt, wie man zum Roundtable kommt. So, ja, so und so kommst du zum Roundtable, damit du hier halt upgraden kannst. Hier hast du so die ganzen NPCs, das ist quasi dein Hub und so kommst du dahin. Und dann ist der Guide einfach zu dieser Scheißkiste in Leurnia, die dich nach Kaled portet. Solche Scheißvideos, Junge. Ich frage mich, ob Leute drauf reinfallen oder reingefallen sind. Beim Springen macht das Pferd einen Salto und so schleudert der Hammer los. Junge, let's go. Wabu! Dann fliegt das Pferd mit hoch. Direkt 9 Spieler traumatisieren. Wir haben es auch alle durchgemacht. Als ob du nicht diese Kiste am Anfang genommen hast. Die hat doch jeder am Anfang genommen. Ich meine, das ist direkt 5 Meter neben dem Start. Und da ist halt eine geile Kiste. Die machen wir natürlich auch. Wie? Du hast die Höhle verpasst? Nicht vor der Ritterrunde. Ich hab's vor der Ritterrunde gemacht. Ritterrunde. Junge. Ich hab's Tafelrunde genannt, nicht Ritterrunde. Und Schlucker, dankeschön, 52 Monate.
Ich auch nicht. Ich hab viel verpasst. Okay, crazy. Inklusive Crafting und die Ash Summon, weil ich, oh mein Gott, einfach halbes Spiel verpasst. Du hast also die ganze Zeit nicht mal gewusst, dass man summonen kann im Spiel? DLC schon durch, ja. Ich habe mich da so lange durchgequält und bin dann am Ende rausgerannt. Ein Kumpel von mir hat ernsthaft versucht, den Boss da zu machen. Ich habe mich da auch gequält und bin dann auch ganz normal wieder rausgelaufen. Hab dann nicht versucht, den Bosskampf zu machen. Weil, ja, hier ist der Baum. Und Cyberdog, Dankeschön für 18 Monate. Ich habe mich dann nicht, also, ich glaube, ich habe super viel geholt und dann erst die Höhle gefunden. Wisst ihr, welche Höhle ich verpasst habe? Die ich gerade gemacht habe. Die habe ich verpasst. Ich habe, fürs DLC brauchte ich halt Schmiedesteine. Die Einser und Zweier. Und habe festgestellt, ich habe bei mir im Shop keine Einser und Zweier Steine. Und das ist ja mein Charakter, mit dem ich den allerersten Run gemacht hatte. Musste dann echt loslatschen in diese scheiß Höhle rein und dort den Boss wegklatschen. Weil ich die wirklich wohl übersehen habe. Opfer an der Stelle. Kann man nicht anders sagen. Ja, Chat. 20 Vigor. Renala. Ich bin One-Hit, oder? Erstmal den Doggo gleich, ne? Erstmal fucking Doggo. Welche Fake-Chest portet dich? Direkt am Anfang, wenn du vom ersten Open-World-Bonfire nach rechts ins, in diesen Teich gehst. Da ist so eine kleine Ruine. Und in der Ruine ist eine Kiste, die dich portet. Vom Doggo habe ich tatsächlich Angst. Weil der springt die ganze Zeit gleich so dumm rum. Ich bin DLC mit plus 11 Heilung. Schon cringe, ja schon. Ist schon cringe. Würde es sich lohnen, nach Vulcan Manor zu gehen? Durch den Port? Jetzt schon early? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob es dort ob es dort die normalen Steine in Massen gibt. Ob sich dafür lohnen würde, aber dann komme ich da nicht mehr raus, dann muss ich die Maidens besiegen. Lass mal lieber nicht machen. Und Chat, habt ihr euch unten gefangen nehmen lassen, aus Versehen? Also ist das aus Versehen? Unbewusst? Oder habt ihr es auch nicht gesehen? Nicht gefunden? Ich wurde da mies getrappt. Ich war da gefangen. Und ich war ziemlich wütend. Was? Ja, hier unten, unterm Fahrstuhl, wenn du auf der anderen Seite runterfährst. Da sind so Maidens, diese Statuen auf den Rädern. Wenn du dich von denen töten lässt, dann spawnst du in Vulcan Manor. Und kannst dann nicht raus, bevor du den Boss dort nicht besiegst. Nie gefunden. Ich bin halt da runtergejumpt. Natürlich durch Fallschaden hast du schon direkt weniger Leben, ne? Und dann fährt das Ding direkt auf dich zu. Bunk. Man kann sich doch da rausporten. Nee, du musst doch den Dingens besiegen. Die Doppelmaidens.
Außer du weißt, dass man da runterjumpen kann, ohne dabei zu sterben. Du kannst ja an einer Stelle runterjumpen und das so ein bisschen schießen. Aber wenn du es natürlich nicht weißt, dann bist du dort gefangen. Und musst erst diese Doppelmaiden-Kampf machen. Okay, Chat, was wird das? Ich meine, er hat nicht viel Leben. Aber er dodgt halt viel. Vielleicht lohnt sich bei ihm auch reinzudrehen. Okay. Avexia, dankeschön für 29 Monate. Und hi, was geht ab? Der Köter, ja, der Köter wird schwer mit dem Hammer. Der wird schwer. Der wird schwer. Ich weiß nicht, welchen Angriff ich baiten soll, damit ich den Hammer werfen kann. Oder ob ich einfach in den Nahkampf gehe und im Nahkampf den werfe. Ach komm schon. Der hat mich voll... Hallo? Der hat mich voll reingezogen. Ich war irgendwie gefangen in seinem Körper. Der hat mich gezogen. Damals die Ziehwaffe, ja. Dieser scheiß Wolf, ne, der hat mich auch am Anfang so verwirrt wegen seinem Namen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie in der Story gedacht, dass fucking Radagon ein Wolf ist. Und die ganze Zeit wird Radagon irgendwie so beschrieben als irgendwas richtig krasses. Und ich denke mir, hey, ich habe ihn doch hier schon getötet, der ist doch gar nichts krasses. War der früher mal vielleicht irgendwie was krasses und dann wurde er in einen Wolf verwandelt oder so? Der Dodge-Spam. Wird das ein kompletter Run mit DLC? Ich weiß es nicht. Wie du siehst, ich leide hier schon bei dem Bosskampf. In mir sind zwei Wölfe. Queen Marika heiratet einfach einen Wolf. Ja, ich meine, Radagon ist Marika und Radagon ist doch irgendwie sowas wie ein fucking Odin. Der irgendwie mit jedem irgendwie Sex hatte in jeglicher Form. Der bestimmt auch irgendwie mal als Pferd oder so irgendjemanden... Oh, fuck. Als Pferd irgendwie jemanden gebumst oder so. Jo, in der Luft gebonkt. Oder er wurde als Pferd geschenkt, keine Ahnung. Odin und Zeus, die haben doch so wilde Storys, dass die sich durch den Olymp oder durch Valhalla durchgefickt haben. In allen möglichen Formen. Oder war das Loki war das? Aber Odin, glaube ich, hat sich auch rumgebumst. Mit allen möglichen Formen.
Oh mein Gott. Ich muss direkt am Anfang bomben. Dodged. Ey, was ist denn mit meinem Dodge los? Ey, irgendwie ist alles delayed. Chat. Das Elgato. Irgendwie ist bei mir alles delayed. Fuck, ich hab Jaco nicht gefüttert. Ich muss auch eh dringend auf Toilette. Aber ich dachte, ich gehe auf Toilette so um 8, wenn wir dann Frauentausch schauen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt schon. Im Kampf gehe ich pinkeln. Komm schon! Au! Hier vielleicht werfen? Au! Au! Was ist das? Wo sind die Bonk-Sounds? Ja, bei dem Kampf ist es ein bisschen schwierig. Noch irgendwie versuchen, Bonk-Sounds zu drücken. Und Pika vom Dienst, Dankeschön für dein Prime-Sub. Das reicht knapp für ein Level. Ja, gehen wir auf Kraft. Ein bisschen Leben sammeln, ne? Leg die Bonk-Taste doch auf ein Pedal. Ja, aber ich habe kein Pedal. So, das mache ich kaputt. Meine Füße werden gerade geleckt. Danke, Biako. Oh, ich hätte die Rune noch aktivieren können, ne? Sein Pedal geht nur mit Lenkrad. Ja, ich müsste halt das Lenkrad hier anschließen. Und dann das Pedal da dran. Und dadurch, dass meine USB-Karte gerade kaputt ist, kann ich gerade eh keine USB-Geräte anschließen. Ich muss jetzt meine Kamera zum Beispiel in der Steckdose anstecken, die normalerweise mal beim PC lief. Weil ich nicht mehr genug Löcher habe, Digga. Oder ich habe eigentlich genug Löcher, aber irgendwie geben die nicht genug Strom, weil es zu viel drin steckt. Ich musste die Kamera jetzt in die Steckdose stecken, weil die Kamera nicht mehr anging, weil kein Strom bekommt. Das war so geil, wenn ich die Kamera angemacht habe und sie versucht hatte, Strom zu nehmen, haben bei mir alle meine USB-Geräte geflackert. Weil die alle sich die ganze Zeit resetten. Und die Kamera die ganze Zeit nur an, aus, an, aus, an, aus geht. Weil der PC nicht mehr genug Strom gibt. Und dann habe ich auch eine Windows-Fehlermeldung bekommen, irgendwie von wegen. Ein USB-Gerät bekommt nicht genug Strom. Das hört sich nicht gesund an, ja. Deshalb muss ich jetzt umstecken. Ich hatte halt eine extra USB-Karte, die extra Strom bekommt. Und da habe ich halt viele Geräte noch drüber gelaufen gehabt.
Aber die Karte ist bei mir jetzt kaputt gegangen. Deshalb neuer PC. Ne, ich brauche einfach eine neue USB-Karte. Oder vielleicht ist das Kabel kaputt. Entweder ist das Kabel kaputt oder ich brauche eine neue USB-Karte. Eins von beiden ist kaputt. Nicht, dass der PC irgendwann vor lauter Überforderung beginnt zu brennen. Ja, das ist der Punkt dann, wo ich mir einen neuen PC kaufen muss. Solange bleibt er hier. Solange er kein Feuer fängt, kaufe ich mir keinen neuen PC. Ich gehe jetzt pinkeln, Chat. So, schaffen wir noch Renale heute? Wäre noch geil, wenn wir die noch schaffen würden. Nein, nicht ganz viel Alkohol trinken. Ich habe halt Angst vor der ersten Phase. Dass die erste Phase so lange dauern wird. Dass die erste Phase so lange dauern wird. Dass ich dann nicht genug mehr Heilung haben werde für die zweite Phase. Zweite Phase, Baby! Dummer Schwanz. Bonk. Boah! Es hat mich noch weggebonkt. Boah, ich dachte, das trifft mich jetzt nochmal. Jo, ciao, Cinemary. Okay. Wie sieht's mit dem Bro aus? Der hält sein scheiß Schild hoch. Ja, der kann mich mal. So. Piss dich, Alter. Du bleibst unten. Ah! Okay, stark. Er ist gestorben. Okay. Der kam einfach mit dem Bonk nicht klar. Ja, buffen in der ersten Phase, ja, nein. Schwierig. Der Damage muss halt kommen, wenn sie auf dem Boden liegt. Aber auch wenn sie auf dem Boden liegt, auch ich werde halt 2 Hits vielleicht machen. Hey, Füße weg, Gesicht, Mund weg. Weg von den Füßen, so. Ich hab sein Gesicht. Ich habe die große Runde nicht aktiviert, ich habe gar nichts gemacht. Ja, wir machen erstmal, wir gucken erstmal einen normalen Try. Ohne irgendwelche Buffs, gucken, wie eignet sich hier der Spaß. Hasch. Hasch. Komm mal, die Schnauze, Alter. Ich denke mal hier bei den Girls auf jeden Fall einen Sprinterangriff spammen. Das reicht nicht mal, lol. Der Sprintangriff ist so scheiße. Okay, und jetzt Damage-Test. Ich bin tot! Ja, 2 Stück kriege ich durch. Kotze. Sleep tight. Na, 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 na. Hey, hoba. Ich habe einen Kronleuchter abbekommen.
Was, wenn ich... Auch wenn ich die Ausdauer nicht volllaufen lasse und vorher schon werfe. Mehr als zwei kriege ich nicht. Es ist einfach Wurfduell. Die bewerfen mich auch die ganze Zeit mit Büchern und mit Möbel. Na, vielleicht muss ich auch gar nicht hinlaufen. Ich mache auf so Entfernung einfach. Ja, das heißt, viermal musste ich das machen, damit ich in die zweite Phase komme. Nein, das werden keine zweimal sein. Der Hammer hat nicht getroffen. Lol. Der ist irgendwie durch hier durchgeflogen. Warte auf mich! Nein, ich bin stecken geblieben! Ich fühle mich wie die Viecher am Boden. So liegst du gerade zu Hause bei der Hitze. Von rechts kommt's. Jo, wie weit die ist. So, reicht das? Nein. Oh, okay. Ich bin tot, Chat! Hey, Hammeldammel, dankeschön für 17 Monate. Ich bin nicht tot, ich lebe noch. Sie macht das nochmal! Sie macht das nochmal! Ist es überhaupt erlaubt? Ah! Okay, Chat. Ich glaube, wir machen Renala nicht. Wir suchen uns einen anderen Boss. Ich mach gar kein Damage. Ich mach viel zu wenig Damage. Ich würde gerne dabei Bonk drücken, Chat, aber ich kann gerade nicht. Und Six Leo, was geht ab? Hi, dankeschön für die 10 Euro, die du vor ein paar Tagen offstream gespendet hast. Kuss. Der Bonk-Sound fehlt, ja. Ja, nicht nur der Bonk-Sound fehlt, sondern der Bonk an sich fehlt.
Radan? Also sie ist an sich auch machbar, so ist das nicht. Aber die erste Phase ist halt so nervig, ne? Bei Radan machst du doch safe weniger Schaden. Ja, bei Radan ist ein spaßigerer Kampf. Hier drehe ich durch. Wenn ich eine halbe Stunde lang kämpfe, nur um die zweite Phase zu kommen und dann weggelasert zu werden. Ansonsten. Was haben wir für Optionen? Wir können den Magmawurm besiegen und zum Atlus-Plateau gehen und die Waffe weiter upgraden. Oder generell. Wo waren nochmal die Medaillen, Chat? Die eine Medaille war hier unten, ne? Hier? Wo war die zweite Medaille? Hier oben, ne? Irgendwo. Hier, ne? Ja, Damage weiter erhöhen. Deshalb vielleicht erstmal zum Atlus-Plateau gehen, ein paar Schmiedesteine sammeln und dann wiederkommen. Und Nintendo, Dankeschön für 33 Monate in Tier 2. Vielen, vielen Dank. Ja, gibt's bestimmt eine Mod dafür, aber ich bin halt nicht am PC, deshalb muss ich das manuell machen. Muss ich manuell bonken. Also mit ein paar Upgrades könnte ich vielleicht dann ja durch in 3 Phasen sie schaffen. Und nicht in 4. Gerade waren es 5 sogar. Weil ich die eine verkackt habe. Wenn ich halt noch mit einem Sprintangriff reinrenne, könnte ich vielleicht Sprintangriff und 2 Spins machen. Ich weiß nicht, ob das zu knapp ist. Gibt's im Siofra irgendwas Interessantes zu holen? Nee, ne? Höchstens ein Level-Up durch den Hirsch. Au! Hey Dingo, was geht ab? Hi. Chat, habt ihr schon irgendwo Speedruns gesehen zum DLC? Wie scheiße langweilig sind die? Ich habe auch noch nichts gesehen. Aber irgendwie eine Stunde rumlaufen und Skibidi-Fragmente sammeln, ist, glaube ich, echt nicht so ein spaßiger Run. SGDQ hatte einen. Bis Mesma, okay. Bis Mesma. Hat er dann komplett durchgerusht bis Mesma? Oder hat er auch erstmal Skibidi Tears gesammelt? Hey! Und! Nur ein Tanzmatten-Run, noch kein Speedrun geschaut. Und Chat. Gibt's schon irgendwelche Leute, die herausgefunden haben? Aber irgendwelche Leute, die herausgefunden haben, wofür dieser Skibidi-Kelch ist?
der nach Gaius einfach dort random rumsteht und auf der Karte sogar markiert ist? Schon irgendjemand herausgefunden, wofür der da ist? Mesmer und Skibidi stelle ich mir grauenvoll vor. Ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die haben schon den DLC durchgespielt ohne Skibidi. Ich habe auf jeden Fall gesehen, man macht beim letzten Boss sehr, sehr wenig Damage. Sehr, sehr wenig Damage. Zweite DLC bestimmt. Ich dachte halt, ich habe irgendwas verpasst. Mit diesem Kelch. Ich habe irgendwas verpasst, irgendwie eine Quest verkackt oder so. Aber dann habe ich angefangen zu googeln. Nachdem ich das Spiel durch hatte. Und... irgendwie weiß niemand was, wofür das Ding da steht. Ups. Poppy, was geht ab? Waren das überhaupt die richtigen Medaillen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es gab ja noch eine beim Hund. Aber ich glaube, für Hund ist für... ja, es deckt es. Für Hund war ja für Millennia Shit. Hast du den Post von Let Me Solo her gesehen? Nee. Ja genau, Level 1 ohne Fragmente, Level 1, also Rune Level 1 und Skibidi Level 1 Run, ja, wird schon gemacht. No Hit, glaube ich, gibt's noch nicht, oder? Es gibt auf jeden Fall schon No Death Runs. Aber No Hit gibt's, glaube ich, noch nicht, ne? Hast du also die Dinger Skibidi nennst? Ja, so heißen die halt. Ja, was spielen wir überhaupt? Eine bestimmte Waffe? Ja. Das ist die Bonk-Waffe. Pass auf. Die spielen wir. Und ich versuche, das Spiel so durchzuspielen, nur mit diesem Wurf. Gibt es zumindest in Segmented, okay. Aber noch komplett No-Hit noch nicht, ne? Stell ich mir auch so langweilig vor. Weil die ist... alle Runs, auch No-Hit-Runs und so, ne? Die werden ja auch alle daraus bestehen, dass die Runner erstmal irgendwie über eine Stunde die ganze Zeit rumlaufen und die Skibidi-Fragmente sammeln. Das ist ja an sich ein cooles System, so für Casual-Playthroughs. Aber ansonsten ist es ja echt schrecklich. Vor allem, es lohnt sich nicht mal irgendwie, die ja zu skippen und versuchen irgendwie... weil du machst ja so wenig Damage. Es lohnt sich ja gar nicht, ohne die zu spielen. Also du kannst ja nicht mal irgendwie, dass sie das nur minimal verändern und du kannst sie einfach liegen lassen oder so. Die sind ja, die machen dich ja so viel stärker und so viel resistenter. Du musst sie ja sammeln. Ich weiß nicht, bei Speedruns weiß nicht, was dann theoretisch der Sweet Spot ist. Obwohl es, sag ich mal, weil die zu sammeln verbrauchst natürlich ja auch Zeit. Und wo der Sweet Spot quasi ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so viel Zeit dafür verbraucht, die zu sammeln. Damit kann ich jetzt auf jeden Fall den Boss schneller besiegen, als noch weitere zu sammeln.
Und vor allem, dann hast du ja nicht mal wirklich viele Kämpfe. Dann musst du nur 4 Kämpfe machen. Du rennst dann irgendwie über eine Stunde rum, sammelst die Skibidi-Tiers und machst dann nur 4 Kämpfe. Und das war's. Das ist der Speedrun. Genauso wie beim No-Hit-Run. Du wirst dann einfach die ganze Zeit ewig rumlaufen, nur für die scheiß Dinger. Und dann 4 Kämpfe machen. Das war's. Verstehe schon nichts von Elden Ring, aber Skibidi-Fragmente bin ich komplett raus. Es gibt im DLC ein System, mit dem du, weil das, das Main-Game, damit kannst du ja theoretisch irgendwie bis Level 900 leveln oder so. Okay, nicht 900, aber irgendwie bis Level 700 kannst du hier leveln. Wie komme ich da nochmal hin? Komme ich hier lang? So? Oder muss ich komplett durch das scheiß Dorf laufen? Irgendwie, du kannst bis 700 leveln, bis Level 700 leveln, so. Und damit, die wollten das, damit das trotzdem irgendwie einheitlich das DLC ist und dass da nicht irgendwie Leute, die Level 700, für die das zu einfach ist und für die, die irgendwie Level 100 sind, dass es für die zu schwer ist, haben die quasi das so gemacht, dass deine Level aus dem Base-Game nicht so relevant sind und haben dort ein neues Level-System eingebaut. Und das funktioniert dann so, dass du solche Fragmente sammeln musst, um damit deine Resistenzen und deinen Schaden zu erhöhen. Und die heißen jetzt Skibidi-Tears. Das Poppeln vom Gras ist so nervig seit dem DLC. Ist das seit dem DLC erst? Also mir ist das im DLC viel krasser aufgefallen, ja. Aber da ist das Gras auch viel, viel mehr und viel größer. Vor allem, wenn man immer spawnt, wenn man irgendwie gerade sich irgendwo hinportet zur Gnade, ist um dich herum erstmal kein Gras. So für eine Sekunde und dann pop, 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 pop. Spawns überall. Aber die können ja auch keine Gameplay-Entscheidungen treffen, nur weil der Speedrun dann scheiße ist. Ja, schon klar, aber keine Ahnung. Trotzdem das irgendwie anders balancen, I don't know. Und viele Entwickler berücksichtigen ja auch Speedruns. Das hat mir schon im Randomizer gehabt, Chat, dass ich hier irgendwie Probleme hatte, durchzukommen. Jetzt bin ich schon wieder hier und habe wieder Probleme, hier durchzukommen. Weil ich wieder den scheiß Weg hier nicht finde. Yes, es geht! Und wie gesagt, für Casual Playthrough ist das halt eigentlich voll nice. Aber ja, fürs Replayen auch generell, wenn du irgendwie einen Challenge Run machst oder so eine Waffe, mit einer Waffe spielen willst oder so, einen coolen Run machen willst, dann musst du erstmal dumm. Aber okay, im Base Game, wenn du nicht Speedrunst oder No-Hit-Runs machst, dann machst du ja auch immer so eine ewig lange Route. Und sammelst dann erstmal alle goldenen Samen rein, alle Sacred Tears ein und so, ne? Wobei, die kann man aber auch ganz gut unterwegs einsammeln. Zwischendurch ein paar Kämpfe machen. Ja, ich bin hier falsch. Jedes Mal habe ich das Problem, den Weg hierhin zu finden. Was suchst du denn? Ja, hier den Weg dadurch, dass ich hier rauskomme. Man muss ja durch diese komische Scheiß Wahnsinnswald da laufen.
Im New Game Plus weiß ich gar nicht, ob man die neu sammeln muss. Ich denke mal nicht. Du musst ja auch goldene Samen nicht neu sammeln und so. Dann merken die doch einfach. Ja, das ist gerade mein Problem. Dass ich es mir nicht gemerkt habe. Danke für den Tipp. Hab mal durchgeskippt, den SJDQ-Run. Insgesamt 4 Bosse, nur Sachen, die auf dem Weg dahin wurden eingesammelt. Ansonsten wurde alles liegen gelassen. Ja, aber ich dachte, der SJDQ-Run war nur bis Mesmer. Das ist ja gar nichts. Was mit dem Rest? Du kommst von unten doch gar nicht oben raus, oder? Man musste doch durch dieses scheiß Dorf da laufen. Wollt ihr nicht wegen Spoiler? Okay. Ja, ich bin jetzt wieder hier, ne? Du hast Mesmer nicht gefunden? Ich dachte, du bist schon mit dem DLC durch. Okay, ich hab's gefunden, Chat. Deshalb hattest du die Waffe noch gar nicht und musstest sie extra holen. Weil du wahrscheinlich noch gar nicht so weit gespielt hast oder so. Ich bin aus Versehen in Mesmer reingelaufen. Weil ich bei dem Zeitpunkt dachte immer noch, das ist der Endboss. Und ich hatte halt, mir hatte halt noch voll viel von der Karte gefehlt. Ich denke, so eine scheiß Tür macht die auf. Steht der Typ da. Der, by the way, eine sehr nice Voice-Over hat. Eine sehr nice Stimme. Genau. Die Synchronstimme von Eddie Murphy. Wer ist Mesmer? Der Typ aus dem Trailer. Der schlaksige Boy mit den Schlangen. Wo ist die? So, und zu der Kirche und so weiter, da komme ich ja durch dieses Wahnsinnsdorf, ne? Da gab es ja wohl irgendwie einen Skip auch noch beim Baum, den ich nicht gecheckt habe, wie der geht. So, wir gehen hier runter. Ich werde sterben, oder? Moment, Chat, ich hätte doch einfach durch die Tür hier gehen können, ne? Ja, egal. Das ist mein erstes Mal Elden Ring. Ja, aber das ist ja schon Yami. Die Version, die man ja gegen
Mokmin kämpft. Das ist ja schon die zweite Version. Die erste Version ist doch in den Sewers ist doch die erste Version. Da ist die Margit-Version schon. Aui! Dann würde es ja noch ein drittes Mal Mokwin geben. Und Smashy, Dankeschön für mittlerweile 2 Jahre, Alter. Kuss, Dankeschön, Mann. Also ich sag mir, ich muss sagen, im DLC haben mir noch ein paar Drachen gefehlt. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Drachen gehabt. Please, no. Ich glaube, ich habe in meinem ersten Run damals nicht mal alle Drachen besiegt, weil die mir so auf den Sack gingen. Viele Drachen, also DLC nicht spielen. Also diese typischen Drachen, die man schon aus dem Main-Game kennt, ich glaube 5 Stück oder 6 Stück sind da. Aber ist halt keiner Pflicht. Die stehen immer nur irgendwo dumm rum. Was geht ab, Diabel? Hättest du hier eigentlich auch so viele STRGC, STRGV-Bosse wie das Space Game? Gibt ja auch nicht so viele Bosse wie im Base Game, ne? Also von den 9 Bossen, die im Spiel vorkommen, habe ich von 2 Bossen, glaube ich, einen doppelt gesehen. Also ich habe 2-mal einen Bären gehabt, Bärenboss, und 2-mal diesen Löwen. Tänzer. 2-mal gehabt. Und ansonsten habe ich keinen anderen 9-Boss doppelt gesehen. Stimmt, das Nashorn. Das Nashorn, das wird sehr oft wiederholt. Das Nashorn habe ich 3-mal, glaube ich, besiegt. Und ich habe noch einen 4. in der Entfernung gesehen, aber habe ich noch nicht gekillt. Genau. 4 Stück habe ich gesehen, ja. True. Aber die Nashörner sind ja quasi die 9... Die neuen Baumwurzelviecher, die quasi Samen droppen, ne? Ja. So, Chat, wir sind angekommen. Und an sich würde ich jetzt zur Mine laufen, ne? Und dort ein paar Steine sammeln. Aber wir müssen schon langsam aufhören. Und wir könnten... Ja, bringen wir nichts. Ich wollte gerade sagen, wir können uns den Feuertalisman holen. Für mehr Feuerdamage. Aber ich habe ja immer noch nur 2 Talismanplätze. LOL! Solider Progress, ja. Ich hätte viel mehr machen können, ja, aber ich bin scheiße. Also, finde ich das okay. War hier nicht? Da ist ein Bonfire. Den Löwen, ja genau, den Löwen habe ich ja gerade gesagt, habe ich 2-mal getroffen und den Bären. Und die Nashörner gab es 4-mal. Ja, okay, die Feuerriesen-Chat. Davon gibt es auch 5 Stück irgendwie. Den untoten Drachen, den habe ich auch 2-mal gesehen. Ja, okay, gut, im Main-Game gibt es auch ein bisschen... im Base-Game gibt es auch ein bisschen STRGC, STRGV. Ja, okay. Komm mal nicht drum herum, ist ein Open-World-Game, okay?
Aber genau genommen sind die Riesen keine Boss. Ja, okay, gut, die haben keine Bossleiste. Jetzt schon mit Stream aufhören? Nein, nur mit Elden Ring. Ich könnte auch... Chat, weiß einer, wie das mit dem Baggert funktioniert? Oder wie der heißt? Boggart? Baggart? Spawnt er jetzt schon? Oder muss ich irgendwie questmäßig noch was anderes bei ihm machen? Der Typ, der diese Eisenkugeln droppt als Faustwaffen. Wird er mich jetzt schon invaden? Den können wir vielleicht noch schnell machen. Weil ich wollte gucken, ob ich seine Ash of War benutzen kann. Für die Waffe hier. So, hier ist dann die Mine später. Weil ich mich verwirrt habe, habe ich jetzt geguckt, wo Mesmer auf der Map ist. Als ob der da ist. Bin ich dumm? Ja, da gab's, ich glaube, 3 Bosse. Oder 4 Bosse. In dem Gebiet. 4, ne? Ja, 4. Ich muss oben lang. Ich habe lieber mehr Bosse mehrmals als weniger Content. Ja, ich find's auch okay. Ich find's auch okay. Das Ding ist, wenn ich halt keinen Bock habe, einen Boss dreimal zu machen, dann mache ich ihn halt nicht dreimal. Dann skippe ich ihn. Aber dann habe ich FOMO. Dann denke ich mir, was ist, wenn dieser Boss irgendeine coole, interessante Waffe droppt. Und dann bin ich genervt. Weil ich keinen Bock habe, den Boss nochmal zu machen. Aber ich auch trotzdem herausfinden will, ob der eine geile Waffe droppt. Du kommst halt nicht zum Mesmer, wenn du einen Hebel übersiehst, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Generell, das Gebiet war ganz cool. Mochte ich sehr gerne. Dieser Main-Raum in der Mitte. Mit diesen hängenden Tieren dort, der war echt sick, ne? Probenlager, genauso hieß das. Das war echt ein sicker Raum. Ich war so lange nicht da, weil mir ging es nicht gut. Ich fand die Gegner dort ein bisschen sehr belasto. Inwiefern belasto? Zu schwer? Ich fand die Gegner ein bisschen eintönig. Es gab irgendwie nur 2 Gegner. Die ganze Zeit an jeder Ecke diese schwarzen Schattengegner. Und dann halt zwischendurch immer diese roten Gegner. Die ich aber one-hitted habe. Ach, bisschen stark, okay. Ich hab die one-hitted. Waren das die Roten? Ja, diese ganze Zeit, diese Magier halt, die so Mesmas Magie benutzt haben. Die hat immer so rote Capes gehabt. Ich habe mich aber immer für jeden von denen gebufft. Immer vorher gebufft.
Und dann schön eine Weapon Art. Boom, tot. Ja, so stark waren die ja nicht. Also vom Leben her, die hatten nicht so viele. Wenn ich nicht gebufft war, musste ich halt 2 Sprungangriffe machen. Gebufft musste ich halt einmal Weapon Art machen. Ich laufe falsch, oder? Nee, ich laufe richtig. Ich markiere es mir mal. Ja, wenn man eine kleine Waffe spielt, hat man generell mit vielen Gegnern dort Probleme gehabt. Weil ich habe ja auch teilweise dann schnelle Waffen gespielt. Ich habe ja dann zu Euphoria gewechselt. Also dem Twin Blade, was dann schnell ist. Aber dafür halt schwächer. Und da habe ich schon gemerkt, einige Gegner machen echt keinen Spaß, wenn man sie nicht one-shottet oder two-shottet. Die wehren sich, die Schweine. Die greifen aber zurück an. Was soll das? Und dann hatte ich ja ganz im Late Game hatte ich nur die Hähnchenkeule. Und die Hähnchenkeule, die war so lächerlich broken. Da waren erst recht irgendwie alle komplett weg. So, kommt hier jetzt in den Wait oder nicht? Konnte mir keiner von euch beantworten. Jetzt finden wir es heraus. Bäh, Gameplay und Ausweichen so. Nee, ich habe kein Ausweichen gemacht. Höchstens Schild hochgehalten. Da gibt's einen Inbait, ja, dieser Bagger-Bogger-Typ. Der dir die Eisenkeulen als Faustwaffe gibt. Und eine Ash of War gibt er dir. Ja, ich glaube, man musste seine Quest machen. Ja gut, dann nicht. Muss ich mal für morgen mal schauen. Der Typ aus Leonia, ich weiß nicht, wo der ursprünglich ist. Bagger Boggart ist dem Bonk nicht gewachsen. Ja, der traut sich gar nicht. Okay, dann lassen wir zum Abschluss einmal testen, wie viel Damage ich mache. Warte, ich muss kurz zum Bonfire wieder zurück. Gab's hier einen Bonfire noch? Das hatten wir im Rando hier auch überall gesucht, ne? Ich muss kurz auf Heilig wechseln, weil der Draconic Tree Sentinel ist resistent gegen Feuer. Der Schrimphändler, kannst den aber auch einfach killen. Droppt er das dann auch einfach? Weißt du aus dem Kopf, wo er ist? Könntest du mir das auf der Karte sagen? Oder eher nicht so? Okay, wo ist der? Ich habe keine Karte, by the way. Wo ist er? Bei dem Hügel von dem Schneidervieh. Schneidervieh? Ach, bei Bock. Bock war in Leonia? Südlich von dem Punkt, wo man die Map bekommt. Okay, dann laufe ich mal zum Map-Punkt. Ich lerne hier viel über das Main-Game. Gibt schon viel Kram, den man halt easy verpasst haben könnte in dem Spiel. Das hat da schon echt sehr, sehr viel Content. Man könnte sagen, Bock hat Bock auf Leonia. Ich hab Bock nur auf Bonk. Eine Hütte mit nichts drumherum. Hermine, ich komme jetzt. Ich laufe jetzt auf die Karte zu und ich komme jetzt aus dem Süden. Das heißt, ich muss dir gleich irgendwo hier sehen. Als ob du das nicht wusstest, Yami. Ja, hier sind die Schrimps auf jeden Fall. Aber wo ist die Schrimphütte?
Hier ist noch ein Schrimm. Okay, hier ist die Karte. Das ist schon zu nördlich. Okay. So, wo ist er? Weiter links. Das hier vielleicht? Das kann sein. Ist zu links? Müsste sein, okay. Gibt es irgendwas bei Rani zu holen? Irgendwas Wichtiges? Wird sich lohnen, zu Loretta zu gehen und zu Rani? Für den Kampf nur, ne? Einfach nur aus Spaß, um die wegzubonken. So, wenn ich den jetzt hier töte, kriege ich seine Asche. What are you looking at? You trying to start something, mate? Das weiß ich nicht. Fuck. What the hell is wrong with you? You trying to start something? Piss off. Ich will hier Shrimps haben statt Kugelhände. Die Fäuste und das Händlerding. Ja, ich brauche halt seine Asche. Ich brauche nicht die Bolts. Ich brauche die Asche. Oder ist die Asche auf den Bolts drauf? Mir geht's schon die ganze Zeit nur um die Asche, nicht um die Bolts. Klangperle meinst du? Nein, die Asche, die Kriegsasche. Eine Kriegsasche, die man auf Waffen draufpacken kann. Ash of War. Asche nur per Dung-Eater-Quest. Jetzt kommt noch Dung-Eater-Quest dazu. So, müssen wir kurz hier ändern. Auf heilig. Das macht einen Unterschied, wenn ich so heilig mache? Oder. Nee, so heilig kann ich gar nicht machen. Okay. So. Und jetzt testen wir einmal kurz den Damage beim Draconic Tree Sentinel. Und dann hören wir auf. I mean, wenn die Asche auf den Balls ist, kann ich natürlich auch die Balls benutzen, ne? Einmal kurz. Ja, ich werf nur den Bonker einmal in sein Gesicht. Ich meine, wir werden ihn mit dem aktuellen Zeitpunkt eh nicht machen, weil ich habe ja nicht mal Renala oder Radahn besiegt. Wir werden auf jeden Fall Renala und oder Radahn vor ihm machen. Die Bolts haben die Endure Ash of War. Nee, das nicht. Die brauchen wir nicht. Aber Endure wäre an sich auch eine coole Asche, glaube ich, auf dem Hammer, wenn die funktioniert. Das ist ja dieses Beharren, denke ich mal, auf Deutsch, ne? Beharren erhöht ja dann die Poise für einen Moment. Dann könnte ich halt spinnen, während der Gegner mich schlägt oder so. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht so sehr.
Genau, behaarte Balls. Du hast Renala nicht verpasst, nee. Okay, Chat. Dann testen wir mal den Spaß hier. Hallo? Hallo? Ich hab die Asche vor. Doch hier drauf, ich bin so dumm. Habt ihr nicht gesehen? Hallo, ich bin gerade am Vorbereiten. So, okay, wie viel Damage mache ich? Actually gar nicht mal so bad. Dafür, dass die Waffe noch um einiges besser wird. Ich habe hier damals in meinem ersten Run weniger gemacht. Okay, er macht sehr guten Damage. Ja, wir brauchen mehr Skibidi die Tränen. Ja, sein Damage ist nett. Sein Damage ist echt nett. Ich wünschte, das wäre mein Damage. Ja gut! Ja, wir gehen dann morgen hier in die Höhle rein, in die Mine, sammeln einige Steine. Sammeln einige Steine, dass ich meine Waffe weiter upgraden kann auf plus 12. Vielleicht finde ich dort auch schon ein paar Fünfersteine, dass ich die Waffe auf plus was weiß ich machen kann. Ne? Und damit sollte dann auf jeden Fall entweder Radahn oder Renala auf jeden Fall machbarer sein als momentan. Und HT, Dankeschön für 54 Monate. Aber ja, das machen wir dann morgen. Wir gucken uns jetzt noch eine wundervolle Folge Frauentausch zum Abschluss an.